Moinsen und damit herzlich willkommen im aktuellen Chaos-Livestream 39,5, so rum, oder? Ich weiß nicht, kann man mich hören? Ich müsste ein bisschen leise sein, ich habe mich noch mal ein bisschen runtergeregelt. Einfach, damit ich nicht so übersteuere wie beim letzten Mal. Ich hoffe, das geht. Also, das heißt, ihr müsst an euren Empfangsgeräten, ja, so nennt sich das, so hat man das mal genannt, glaube ich, müsst ihr einfach mich ein bisschen lauter stellen und dann solltet ihr mich auch hören. Falls nicht, ja, müsst ihr vorbeikommen. Meine Katze geht mir so auf den Piss, ne? Sie will die ganze Zeit draußen, raus auf dem Balkon. Sie war die ganze Zeit draußen. Es ist so kalt, ich kann doch nicht den ganzen Tag die Balkontür auflassen. Also, klar, vielleicht würde ich da nicht so stinken, aber ihr wisst doch, was ich meine, ne? Und dann wollte ich heute was bauen, und zwar einen, hat Daniel wieder zu viel LSD genommen? Bitte was? Ich glaube, es hackt. Hallo? Also ehrlich. Unglaublich. Ich höre dich, Taridor. Das ist schön, Skymaster 500. Also das mit Feuerwehr-Cheater, das überlese ich. Unglaublich. Unglaublich, der Herr. Karin Philipp. Halli, hallo, Löschen. Schön, dass auch du wieder da bist. Was wollte ich sagen? Und zwar, ich habe eine super Idee bekommen. Also mehr oder weniger. Und zwar der Jebebeck 72, ne? Der hat mir ein schönes Bild eingesendet. Und der weiß aber noch gar nichts von. Aber der hat mir ein schönes Bild eingeschickt. Ich zeige euch das mal, was er mir gezeigt hat. Und zwar folgendermaßen. Zack. Das ist vom Jebebeck 72. Das ist auch sein YouTube-Account. Und er hat einen Abschlepper gebaut. Und ich hatte mir gedacht, oh, Tarindor hat doch so coole Fahrzeuge. Also, Eigenlob stinkt, ich weiß. Aber ich habe ja eigentlich ziemlich coole Fahrzeuge. Dass man auch mal einen Abschlepper bauen könnte. Also ein Fahrzeug, was wirklich Fahrzeuge abschleppen kann. Und das möchte ich jetzt mal versuchen, zumindest schon mal anfangen. Ich habe schon richtig coole Ideen, wie ich das umsetze. Und oh, sagen wir, legen einfach gleich mal los, ne? Können wir GTA spielen? Nee, jetzt nicht. Denn jetzt habe ich heute Squad Mechanic im Plan. Kannst du dann den Transporter hochladen, Daniel? wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich den fertig kriege. Diese Katze, ne? Macht gleich Gulasch daraus. Das hat der Feuerwehr-Cheater gebaut. Oh, Entschuldigung, dann hat das der Feuerwehr-Cheater gebaut. Wusste ich nicht. Also, Entschuldigung, dann ist das vom Feuerwehr-Cheater. Das wusste ich natürlich nicht. Entschuldigung. Dann ist das natürlich vom Feuerwehr-Cheater. Ich werde das auch nochmal in der Beschreibung verlinken, ne? Dem Abschlepper. Ist ja gar kein Ding. Feuerwehr-Cheater, schick mir einfach nochmal den Link von deinem Feuer, von deinem Ding da. Und dann verlinke ich den. Kein Ding. Ich dachte, das hätte jetzt der Juwel gebaut. Also Juwel. Juwelbeck 72. Habe ich vorher nicht gefragt. So. Also ich starte jetzt gleich mal im Squad Mechanic. Und dann schauen wir mal. Lolo, 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 lolo. Was war das denn? Achso, aha. Mhm. Google und seine Informationen. Lala, lala. Sorry wegen gestern. Ach, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Alles gut. Alles gut. Tim Exe, er hat es richtig erkannt. Nein! Warte mal, scheiße. Hä? Ich glaube, meine Kopf... Ah, warte mal. Ich habe Probleme mit meinen Kopfhörern. Ich glaube, die gehen alle. Ich habe mir extra hier schon so provisorische Dinger besorgt. Leute, das ist ganz gruselig, ne? Ihr könnt das nicht hören, aber das sind Kopf... also Funkkopfhörer, ja? Und ich höre quasi... den Sound jetzt anderer Menschen hier in der Umgebung, wie die gerade irgendwie World of Warcraft oder so spielen. Also von irgendjemand empfange ich gerade das Signal auf meinem Kopfhörer. Also wir spionieren jetzt quasi. Ich kann euch das leider nicht zeigen, das wäre sehr lustig. Warte mal. Scheiße. Geht das nicht mehr? Alle. Ich glaube, meine Kopfhörer sind alle. Scheiße. Mann, ich habe die eben noch 20 Minuten geladen. Ich dachte, das funktioniert. Moment. Neustart.
Na komm jetzt. Geh wieder. Oh, du Dreckskopfhörer. Warte, wie versuch. Und? Bitte. Lass mich. Bis jetzt höre ich noch was. Ach so, warte mal. Ah. Ich glaube, die sind ausgegangen, weil ich kaum Sound auf den Boxen hatte. Ah, warte mal. Okay, jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Profi wie immer. Aber wie gesagt, ich habe mir hier so No-Name-Dinger bereitgehalten, falls die gleich ausgehen. Vorbereitet. So, Scrap-Mechanik. Ach so, ist ja schon an. Also, das heißt, wir brauchen eine neue Welt. Laden. Neues Spiel. Ich mache trotzdem mal Gelände. Finde das irgendwie schöner. Wir nennen sie 39,5. So kreativ, wie wir natürlich sind. Wir machen jetzt mal... Ach komm, wir machen 9 so und dann teile ich mich gleich auf 7 auf unsichtbar. Na? Oh, ich habe... Warte mal. Oh, ups. Ich bin gerade alles verschoben. Typisch Daniel. Hallo. Halt die Kopfhörer ans Mikrofon. Ich weiß nicht, ob ich das darf, aber das ist ganz lustig. Die labern da irgendeinen Scheiß von Raid und bla und blub. Also ich kann immer mitlauschen, wenn ich quasi mein Funkteil hier nicht anhabe. Dann höre ich immer das, was die da... Ja, irgendeiner, der hier drumherum ist, der hört dann immer alles. Der muss wohl so ein Mikrofon haben, so ein Headset mit Mikrofon. Ja, und ich kann das dann wohl empfangen. Ganz lustig. Also er aber bei mir nicht, weil das sind ja nur Kopfhörer, ne? Lustig. Kann immer mitstoren. Aber ich weiß auch nicht, wo der wohnt, sonst würde ich denen das vielleicht mal sagen. So, und zwar habe ich folgende Idee. Dazu brauche ich einmal, ein Spiel lädt. Ach ja. Und zwar, dazu brauche ich einmal den hier. Zumindest nehme ich mir von ihm hier die Grundbasis. Ja. Keine Sorge, wird das denn so? Oh ja. So, und dann können wir das ja hier abkappen. Wie gesagt, den Anhänger brauchen wir nicht. Der ist heute völlig uninteressant. Ich hoffe, die Kopfhörer halten. So, und hieraus bauen wir uns jetzt einen schönen Flipper. Ich hab schon so eine grobe Idee, wie wir das ungefähr anstellen könnten. Gucken wir mal, ob wir das auch hinkriegen. Warum eigentlich nicht? Ne? Es ist ja so, dass ich eigentlich nicht live baue, ne? Weil ich mich irgendwie immer ein bisschen verheddere mit dem Ganzen. Aber ich bin da sehr optimistisch. Oh, fängt ja schon gut an. Ich bin da sehr optimistisch. Ansonsten hole ich mir Hilfe. Wie immer. Na, was heißt Hilfe? Aber man kann sich ja auch ein paar Ideen holen, ne? Also ich finde das immer zum Beispiel ganz cool. Ich habe ja meine Ideen, so wie ich ein Fahrzeug baue, aber manchmal ist es halt einfach so, dass der eine dann noch eine viel coolere Idee hat und ja, dann passt das eigentlich auch. Muss man nochmal eben den Chat aufrufen. Ja, Livestream. Bin gerade bei Freunden und mache gerade Party, Party. Party! Yeah! Party, 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 Party. Party ist gut. Kabel ist im Weg. Brauche ich eigentlich trinken? Oh, guck mal. Hier, warte. Ey, das sieht echt eklig aus, oder? Grüner Tee. Moment. Bevor es losgeht, ne? Nochmal eben nachschenken. Blup. Oh. Trinken ist ja wichtig. Ich muss mich ein bisschen zwingen. Ich trinke echt wenig. Nö, heute ist schon wieder Samstag. Ja. Ja, der Nightboss ist diesmal nicht dabei. Glaube ich nicht. Ich dachte, ich lasse ihn heute mal weg. So. Legen wir los. Und zwar, wie gesagt, wir brauchen eine Fläche. Die würde ich hier quasi auch draufbauen. Einfach aus dem Grund, dass der irgendwie so ein bisschen bleibt. Allerdings müssen wir den Radstand ein bisschen verlängern. Das heißt,
Wir werden uns hier ein bisschen, werden ihn hier ein bisschen länger machen. Ist ja, sollte eigentlich kein Problem darstellen. Haben wir das mal ein bisschen hoch. Das Ding ist, wie gesagt, ich habe das gesehen und dachte ich mir, war geil, das könntest du eigentlich auch selber nachbauen. Warum nicht? Aber wie gesagt, wir müssen ihn ein bisschen verlängern. Ach, wobei, der war da eigentlich ganz gut da. Wir müssen mal gucken, wie lang ungefähr. Ich hänge. Hilfe. Tando, ich habe deinen PKW jetzt auch in schwarz. Wie gesagt, wenn wir die Folge 40 haben oder so, kannst du sie gerne vorstellen, wenn du möchtest. Das kriegen wir bestimmt hin irgendwie. Aber da ich heute jetzt nicht allzu lange streamen möchte, ja, das ist natürlich blöd. Dann machen wir das hiermit, oder? Der Ordnung halber. Wie gesagt, ich habe so eine auch noch nicht gebaut und ich möchte auch eigentlich mir keine Vorlage holen, aber ich glaube, das könnte richtig cool werden. Ich muss auch noch meinen Bus weiterbauen, ich weiß, aber der ist schon fast fertig und ich dachte mir, ich brauche immer ab und zu mal ein bisschen Abwechslung. Ich kann das nicht einfach den ganzen Tag nur das gleiche bauen. Ich weiß nicht, das ist langweilt irgendwie. Ich hoffe, das Bild eben hat euch gar nicht gestört, dieses, da war doch dieses Geflackere, ne? Oh, ich glaube, das könnte eine gute Länge sein, oder? Das ist eine gute Frage, ne? Ah, ich glaube, das könnte sogar noch ein bisschen länger. Aber ich glaube, so reicht das dann, oder? Ja, so müsste es reichen. Wie gesagt, da kommt ja auch noch das hintere Teil dran. Aber zum Beispiel so ein Jeep oder so möchte ich gerne auf die Fläche haben. Vielleicht soll er auch noch einen Kran bekommen oder so. Aber er soll schon ein bisschen hoch sein. Weil dann haben wir den Vorteil, dass wir auch wirklich im Gelände mit ihm fahren können, ne? Wie gesagt, momentan habe ich so... Oh. Alter, ich kriege nicht mal das hier hin. Was ist das für ein Lied? Ich achte auch ab und zu auf den Chat, ja? Tandor, kannst du den Chat ausblenden, wenn der nicht richtig funktioniert? Dann sehen wir mehr. Das ist momentan leider nicht möglich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da müsste ich jetzt auf Tippy-Stream gehen. Das ist immer ein bisschen blöd. Ich hoffe, das stört nicht. Also, der wurde sich ja gewünscht, deshalb habe ich ihn jetzt erstmal drin gelassen. Ich werde das vielleicht nochmal umbauen, dass ich den auch manuell nochmal so ausblenden kann, ja? Das tut mir jetzt leid. Sowas habe ich nicht vorbereitet. Ja, das ist schon mal... Oh, das ist schon mal eine ordentliche Länge. Ja. Ich glaub schon. Können wir machen. Hier müssen wir dann so abschrägen. Hier, da, das muss so bleiben. Habe ich nicht geachtet. So, und jetzt müssen wir da oben so eine Platte drauf machen. Dann haben wir hier unten aber noch so Stauraum quasi, ne? So. Das finde ich eigentlich ganz cool. Also eben nicht denken, dass das jetzt so bleibt. Die Platte, wie kriegen wir die am besten hin? Und zwar, ich würde schon fast vorschlagen, dass wir vielleicht diese Dinger hierfür nehmen. Mal gucken, wie passt das denn? Ja, wobei, so ist die Höhe eigentlich schon ganz gut, oder? Mal. Ich ziehe das mal eben so lang, ne? Wie gesagt, darunter wird dann Stauraum. Ja, das passt. Sieht so gut aus. Auch hier diese Halterung, ne? Die kommt gleich weg. Keine Sorge. Aber nicht schlagen, wenn es nichts wird. Oh. Hey, wie das aussieht, der LKW. Ja, ganz in Ruhe. Kein Problem, dann ist es jetzt so. Tarindor, kennst du mich noch? Natürlich, Hellenkämper. Du bist einer der ersten Stunde quasi, der auf Tarindor unterwegs war. Muss man kennen. Oh,
Also jetzt sieht er natürlich noch echt scheiße aus, aber hey, ganz in Ruhe, es wird schon. So, wie gesagt, den... Oh. Hallo? Hab ich ja wirklich einen Plan. Können wir hier auch ein bisschen schummeln? Also ich mache es jetzt wirklich einfacher, damit wir nicht wo? Haben wir schon mal eine Platte. Das sieht natürlich jetzt noch echt bescheiden aus, gebe ich zu. Aber das kommt ja noch. Auch hier so, ne? Das müsste man dann wirklich noch... Wie gesagt, erstmal gucken, ne? Es macht Spaß. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh, Tan, du kannst bis 14 zählen. Du kannst mich auch Helle nennen. Hallo, Helle. Helle ist cool. Ey, Mann, du bist voll Helle im Kopf, jo. Weiß, der war schlecht. Der war wirklich schlecht. Und hier das gleiche. Oh scheiße, jetzt muss ich das von links machen. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Nein, dann mach mal schneller. Ja, ich weiß. Bist du immer so lahm? Ja, bin ich. Oh, komm, komm. Oh, nein, verdammt. Ist schon schwer, ne? Von links nach rechts. Also es ist schon von Abiturier. Abi braucht man dafür. So. wie das aussieht. Okay, das hatten wir schon. Guck mal, jetzt will ich so oft lesen. Der schreibt dir gar nicht. Ja, es wird. Hinten müssen wir noch weiter. Wobei, vielleicht haben wir hier noch Glück, dann kann ich hier... Ja, das könnte passen. Dann machen wir das genau so vielleicht. Hallo? Oh, so? Wie viel kriegt er noch? War das eigentlich eine gute Länge, oder? Ich glaube schon. Lass probieren. Obwohl, nee, da müsste ich ja noch einen hinten rüber. Ah, das könnte ein bisschen krass werden. Ah, wir gucken. Wir gucken einfach. Oh, der Ordnung halber muss ich jetzt auch die hier nehmen. Also das mit den Drehen, ne? Oh, das kriege ich, das werde ich nie hinkriegen. Der Kerker hat es mir schon, glaube ich, 100 Mal gesagt, aber hoffnungslos. Hoffnungslos. Ich bin echt zu tot vom Wochenende. Ich bin erstmal raus und Bubo machen. Oh, Crazy Chris, ich wünsche dir eine wunderschöne gute Nacht. Ist doch völlig in Ordnung, das ist ja auch heute gar kein regulärer Stream oder so, ne? Alles so tutti. Tandor, bald habe ich einen besseren PC, weil der Laptop nicht will, wie ich es will. Das kenne ich. Kannst mich auch... Achso, das hatte ich schon? Das hatte ich ja schon. Das sieht doch gar nicht mal so verkehrt aus. Wie gesagt, ich baue den auch zum ersten Mal, ne? Ich habe jetzt keinen... Das ist jetzt alles nur so eine Idee im Kopf, wie ich den ungefähr baue. Oh, das, doch. Das könnte schon was werden. So. So. Und so. Scheiße, jetzt muss ich den ganzen Kack auch noch färben. Ich gucke dich heimlich. Heimlich? So still und heimlich? Mann, das klingt ja, als hätten wir eine Affäre, Player. Dankeschön. War dein O, weil du dich an mich erinnerst, oder was? Ja, natürlich, Crazy Chris. Du bist ja auch schon länger hier. Darum freut man sich dann, ne? Wenn man dann so die Bekannten sich ja wiedererkennt.
Also mir freut das immer, ne? Also mir, mich, ach, mich freut das immer. Ach, ihr wisst doch, was ich meine. So, na. Ja, aber das ist immer schön. Man sieht dann so seine allen altgesessenen Menschen, die man so kennt schon länger. Herzlich willkommen im Farbsimulator 2017. Mein Name ist Karin Dorr und ich heiße Sie damit herzlich willkommen auf meinem Channel. Hier sehen Sie wunderschöne Sachen, wie man einen Truck einfärbt. Das haben Sie selten gesehen, ja. Und wenn Sie das sehen, öfter sehen wollen, dann rufen Sie mich an unter der 0800 87373 mal die 9. Und schon heute können Sie mitfärben. Ganz kostenlos natürlich. Weil es einfach hochqualifiziert ist, was ich hier tue. Oh! Ich meine, das ist auch echt anstrengend, ne? So auf den Knopf zu drücken, das ist schon. Das ist ein Spielinhalt, den kriegst du nur mal Scrap-Mechanik. Da kann auch kein Call of Duty mithalten. Was lache ich eigentlich heute für eine Scheiße? Ich glaube, der Tee bekommt mir echt nicht gut. Los, färb den Scheiß. Ich würde gerne mal wissen, wie oft ich in Scrap-Mechanik schon so gedrückt habe. Du drückst doch viel mehr die Maus als in jedem Ballerspiel, oder? Also, ich glaube schon. Ich hab voll die Maus-Skills. Ich muss mir echt mal eine Lampe holen hier, ne? Das ist so dunkel immer. Aber wenn ich das Wohnzimmerlicht anmache, dann ist mir das echt zu hell. Dann, weiß nicht, das ist so grell. Ich würde dich... Was? Ich würde die äußere Reihe der Plattform eventuell rot oder gelb machen. Ja, wie gesagt, kommt noch. Alles gut, ich hab einen Plan. Du wirst gleich sehen. Das bleibt nicht so. Erstmal ein Grund und dann können wir weitermachen. Oh, der ist ja gar nicht auf dem Lift. Ich weiß ja nicht mal, ob das cool wird, was ich hier baue. Das Ding ist, das ist wie mit meinem Transporter. Der ist ja auch schon fast fertig, aber auch noch nicht veröffentlicht. Ich tue mich immer schwer mit veröffentlichen, weil ich immer sehr selbstkritisch bin, weißt du? Darum baue ich eigentlich auch nicht live, weil ich immer denke, das gefällt den Leuten gar nicht, was ich hier so mache. Wie mit dem Bus. Wobei, dem Bus, der neue, der wird wirklich schön. Also da freue ich mich drauf, ne? Dass der so gut funktioniert. Und dass ich den auch bald hochladen kann. Allerdings wird er am Anfang nicht so viele Funktionen haben. Das gebe ich ganz offen zu. Das ist aber dann der Performance geschuldet, ne? Also, da muss man dann nochmal gucken. Ja. Aber hier so, ne? Ich baue das eigentlich schon sehr, sehr ordentlich. Hoffe ich. Man da mal rankommt. So. Und so. Gucken wir mal. Bis auf jetzt diesen Buckel da von dem Lift. Warte mal, das können wir auch nochmal eben, ne? Oh, Leute. Das könnte was werden. So. Tarantor hat einen Plan, ich glaube, ich träume. Ich auch. Alles klar, Daniel, mit dem Farbsimulator 2017. Hammer, ne? Ich sollte eigentlich schlafen. Player, dann ab ins Bett mit dir. Der Stream wird ja eh veröffentlicht. Also du verpasst auch nichts. Unsere Box ist immer noch nicht ganz. Ja, das stimmt. Das freut mich wiederum. Also noch einen schönen Abend. Wie gesagt, dir auch, Crazy Chris. Ich denke mal, du bist schon weg, aber dir auch einen schönen Abend. So, da haben wir schon mal einen Anfang. Ich würde jetzt mal vorschlagen, mal eben einmal so einen kleinen Probefahrt. Weiß, eigentlich unnötig, aber ich mache das trotzdem gerne. Denn so kann man immer gucken, wie das sich so ein bisschen verhält und... Weiß auch nicht, macht einfach Spaß. Ja, also der kriegt auf jeden Fall eine Doppellenkung, das ist klar. Denke ich mal. Boah, das sieht schon gut aus. Und wenn man dann noch so eine schöne Sirene oben drauf macht, ja. Ah, fährt auch echt gut. Muss ich sagen. Kommen wir da hoch? Weil wir wollen ja ein Abschlepper sein, der überall hochkommt, ne? Boah, geil. So. Wir sind der Scrap ADAC oder so. Eigentlich müsste ich färbe den auch noch anders. Also ich lasse ihn nicht rot. Ich glaube, ich mache den wirklich mal gelb oder so. Aber guck mal, hier zum Beispiel reicht meine Lenkung echt nicht aus, ne? Also das heißt, hier müssen wir
Eine bessere Lenkung einbauen für ihn auf jeden Fall. Ich denke mal, eine 90-Grad-Lenkung, wie bei meinem Bus. 90 Grad, eine Doppellenkung, so wie der Quacker die immer einbaut. Oder man müsste halt so mal ein bisschen wenden, das geht auch. Warum Livestream 39,5? Weil für den Livestream 40 dachte ich, ist das blöd. Ich wollte den Livestream 40 vielleicht ein bisschen besonders machen, also irgendwas Schickes oder so. Keine Ahnung, mal gucken. Außerdem hatte ich einfach Lust. Oh, hier wird schwer hoch, ne? Also das ist schon echt eng. Ich würde das gerne mal versuchen. Muss aber auch ein bisschen wenden. Mal Licht an. Boah, das könnte... Aber es sieht schon geil aus, wie er so wackelt und so. Ah, sehr schön. Aber hier ist schon echt eng. Also das ist schon... Also, wenn wir es hier hin schaffen, dann schaffen wir überall. Boah, also... Alter, das ist ein richtiges Schiff. Ah. Gib ihn. Ah, Kollege. Ah, warte. Ah, wir schaffen das. So, mal ein bisschen gerade. Und dann wieder Grip. Alter, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin echt erstaunt. Also, der kann das wirklich gut, oder, Leute? Also, wenn wir hier nicht mit abschleppen können. Schön. Festbacken tun wir auch. Also von daher passt das ja. Super. Da machen wir hier gleich noch so schöne Klappen hin. Da könnte ich mir auch was richtig Schönes vorstellen. Ersatzreifen und so Sachen. Hier würde ich eventuell einen ganz geilen Kran oder so hinbauen, der dann das Fahrzeug hochhebt. Und hier hinten machen wir so eine Öse, dass die hochklappt, sage ich mal. Und dass wir die runterfahren können und dann können wir das Auto rauffahren. Und dann mit den Rädern so einhängen. Wenn du denkst, dass der Abschlepper eine schlechte Lenkung hat, hast du meinen Abschlepper nicht mit Fahrzeugen hinten dran gesehen. Na gut, also sie ist auf jeden Fall noch nicht so perfekt, ne? Zum Abschleppen, denke ich mal. So, jetzt gucken wir mal. Ich habe nämlich eine Idee und zwar würde ich die Mechanik... Ich überlege gerade, wir könnten sie so einbauen. Bin gerade am überlegen. Mach doch eine Doppellenkung. Ja, habe ich ja gesagt. Also vielleicht machen wir eine Doppellenkung. Würde ich auch jetzt machen. Was du heute kannst besorgen, verschiebe nicht auf morgen. Ah, hier wird es aber schwer mit der Doppellenkung. Nein, was heißt schwer, aber... Könnte man schon machen. Ich überlege gerade. Einfach vorne eine kleinere Feder nehmen und dann noch ein Mittelstück dazwischen. Ja, ich glaube, das wird unsere Option sein. Das heißt, wir machen das so. Hey, Schnuckeln, ah. Lass mal eine Runde Federn. Oh. Dann brauchen wir noch ein Björk. Dann machen wir es so. Schönes Lied. Oh, nein, 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 Tarindor, erst färben. So, so und so. Und so. Wie gesagt, das kriegen wir gleich wieder hin, den Ausgleich mit den Federn, also keine Sorge. Das sollten wir locker ausgleichen können. Habe ich die Bierungs hier gemacht? Habe ich die schwarz gefärbt? Ne, habe ich auch grau gefärbt. Oh. Streamst du zeitgleich mit Chico? Was? Ach so, ja, Chico streamt auch, aber der spielt ja ein ganz anderes Spiel, darum dachte ich jetzt, dass ich ja... Ja, keine wirkliche Konkurrenz oder so bin. Also. Ja. Der macht ja was ganz anderes. Hätte er jetzt Scrap Mechanic vielleicht gespielt oder so, hätte ich nicht gestreamt, muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich ja dann auch nett und fair. Aber ich dachte, das wird ihn jetzt nicht stören, wenn ich hier so ein bisschen Scrap Mechanic spiele. Ja. Und ich hatte Lust, den zu bauen. Und euch macht das mehr Spaß, weil
wenn du dann vielleicht doch mal irgendwo festhängst, also du hast irgendwo ein Problem oder so, sag ich mal, dann kannst du einfach mal im Chat eben eine Runde fragen und der eine oder andere hat immer eine gute Idee. Und das ist nicht gut. Ich weiß nicht mehr, wie hoch das war. Gucken wir mal. Oh. La la la. La 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 la. La 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 la. Muss ich die jetzt auch umdrehen? Das kann ich. Testen! Offensichtlich. Nein! Hänge! Oh. Ja, das... Das ist jetzt eine Doppellenkung? Ah, ne? Oder habe ich irgendeinen falsch? Nee, ich glaube schon. Oder? Das müsste jetzt passen, ne? Naja, ich glaube schon. So, ich glaube in dein Game, In-Game-Chat, also dann, wo man das sieht, hängt, oder? Das kann manchmal sein, dass der nicht sofort mitlädt. Aber der aktualisiert sich auf jeden Fall noch. Tippy Stream ist ja auch noch in der, also manchmal in so ein paar Beta-Phasen. Dann aktualisiert er auf jeden Fall. Also der aktualisiert sich noch. Keine Sorge, ist nicht so schnell manchmal. Und ich bin auch noch dabei, das einzustellen. So. Schön, haben wir das auch erledigt? Dann würde ich jetzt, brauchen wir einmal ein Fahrzeug zum Testen. Und zwar, ich würde natürlich... Also, ist ja klar, der muss ja hier den Jeep auf jeden Fall schleppen können. Also, wenn er das nicht kann, dann ist eigentlich schon scheiße. Was heißt schleppen? Also, oben vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber unten sollte er den auf jeden Fall ziehen können. Er bekommt ja hier so eine Achse. Alter, das ist aber auch ein Monster, ne? Okay, aber wie gesagt, ich habe ja eine Idee. Und zwar machen wir das folgendermaßen. Tarindor. Hallo MXD. Schön, dass du da bist. Da ist zu wenig Platz. Ja, ich guck gleich nochmal wegen dem Platz. Wobei. Ah, Tatsache. Jetzt habe ich es auch gesehen. Gut gesehen. Aber das ist kein Problem, weil wir haben ja eigentlich eine Menge Platz. Hier, ne? Also da kann man noch echt eine Menge wegmachen. Kann den Radkasten dann noch ein bisschen, dehnen, sage ich mal, ne? Also weil wir haben hier noch eine Menge Platz. Das werde ich dann gleich mal machen, okay? Erstmal hier. Weil wenn das schon mal funktioniert, dann haben wir schon mal die halbe Miete. Also, wie können wir das am besten machen? Und zwar habe ich mir gedacht, ich werde hier so zwei Sockel runterlaufen lassen. Ungefähr so, aber... Na, so was, aber so vielleicht. Dann nochmal. Dann wird es vielleicht so laufen. Ja, soll ja auch ein bisschen stabil aussehen. Wie gesagt, das ist jetzt nur zum Testen, ne? Da kann sich noch eine Menge ändern. Bitte nicht gleich schimpfen. So, warte mal. Und wenn man dann... Warte, ich will nur was überlegen. Nee, das Ding muss weiter runter. Weil sonst, ich will auch nicht so viele Bearings verwenden, ne? Deshalb will ich es eigentlich schon sehr einfach bauen. Einfach, aber funktionell, ne? So. Boah.
Tari! Was? Freundin? Fernando? Freundin? Hä? Ich schaue später nochmal vorbei und habe noch heute noch andere. Ach so! Ja, aber das. Ich will das ja, dass das stabil aussieht. Oh. Wobei? Warte mal. Ah, warte mal. Das könnte auch cool aussehen. Oh. Dann kommt hier einer ran. Nicht da. Da kommt einer ran. Die färben wir mal eben kurz. Aber in dem Grau. Sondern so. Dann zack, zack. Und zack. Müssen wir den Spaß mal eben verschweißen. Dazu muss ich ihn bestimmt hochheben. Toll. das war jetzt schlau. Weil jetzt habe ich ja hier gar keinen. Genau, denk doch einfach mal mit. Schenk dem Jungen doch einfach mal hören. Die brauche ich ja auch. Oh? Sorry, manchmal denke ich einfach nicht so nach, ne? Ist halt so. So. Ja, das. Ah, das ist schon cool. Du weißt nicht, wie glücklich es mich macht, dass du heute streamst. Echt? Das freut mich, McBan. Und Tarindor, wie hört sich das an? Er muss. Was? Es muss doch so sein. MX, mein Lieblingsmod. Oh, MX, mein Lieblingsmod. Ich hab dich schon gern, mein Freund. Glaub mir. Ich hab dich gern. Aber ich hab alle meine Moderatoren gern. Die machen ja auch einen guten Job. Muss ich auch mal sagen, ne? Das heißt, guten Job, aber sie sind halt echt da und wenn du sie mal brauchst oder so, sie helfen dir, ne? Ist schon toll. Das kann auch nicht. Wo? Ah, ich glaube, da könnte ruhig noch ein bisschen mehr Abstand, ne? Besonders deswegen, weil ein paar Sachen auf meinem C nicht zum Laufen bekommen, die mich halt echt frustrieren. Was hast du denn so für Probleme? Vielleicht kann ich dir ja helfen. Also jetzt vielleicht nicht so im Stream, aber danach oder so mal. So, und dann braucht man... Jetzt ist wichtig, ein Auto zu haben. Warte mal. Schleife hinterher den Scheiß. Blup. Komm, putt. Einmal drehen. Wie zieht man seine Nachricht zurück? So, einfach mal gucken. Nur vom Abstand, ne? Damit ich irgendwie so eine kleine Vorstellung davon bekomme. Boah, sind schon passen. Ich weiß nicht, ob es schon so Abschleppdienstfahrzeuge hier gibt. Ich weiß auch gar nicht, ob er den später hochbekommen wird, ne? Das ist noch eine ganz andere Frage. Muss ich mir auch nochmal Gedanken machen. Aber wie groß ist denn so ein Reifen? Ja, könnte.
Lieber, ich glaube, ich würde lieber einen zu viel. Jetzt ist er ein bisschen zu weh, im Weg. Und dann müsste man das ja noch gegebenenfalls unterteilen. War, hier müsste ich irgendwie da... Hätte ich schon um die Kurve müssen. Oder? Nee, einen weiter. Tatsache. Einen weiter. Macht doch mal Spaß, ein bisschen live zu bauen, muss ich sagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toll. Egal, verbinde ich gleich nochmal. Ist ja gar kein Ding. Wie viel habe ich hier genommen? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 4, 5. Einmal die Kurve. Dann runter. 2, 3. Dann wieder Kurve, oder? Ja. Dann. Dann Kurve. Ja. Ich weiß, es ist ein bisschen groß. Wir müssen mal gucken, ob das passt. Wobei, warte mal, wenn man ja hier, vielleicht muss man das ja gar nicht hier zumachen. Wenn man hier so macht. Und hier würde ich eventuell noch ein Gelenk einbauen, dass man das dann hochfährt und dass der sich dann auch nochmal so hochfährt, weißt du? Also, dass das sich hier nochmal klickt. Das könnte man nochmal machen. Aber erstmal gucken. Ja, erstmal Schritt für Schritt. Wäre schon mal schön, wenn das überhaupt funktioniert. Jetzt brauchen wir mal eben ganz schnell einen Controller. Den datschen wir mal eben hier ran und hier machen wir das auch. So. Also, in der Grundstellung ist er, sagen wir mal, warte, wie viel ist das? Ja, genau. Guck mal, so das. Und dann muss er sich nochmal knicken und dann fährt er auch irgendwie ein. Das könnte schon ganz cool aussehen. Also hier müsste der sich nochmal knicken, dass er dann gerade ist, ne? Also das ist jetzt auch erstmal provisorisch, ja? Das sieht irgendwie noch sehr komisch aus. So, und an den Seiten würde ich auch noch so Stützen machen. Aber erstmal eine Grundform reinkriegen, ja? Also nicht gleich meckern. Da, guck mal, 60. Dann kann er nochmal knicken und dann endet der hier auch schön. Ja, so. Das könnte was werden. Okay. So, aber wie gesagt, das ist ja Grundstellung. So, das heißt, wenn ich ihn dann runterfahren möchte, dann müssen wir schon mindestens 60 runter. Können wir mal testen. Ja, sogar noch ein bisschen mehr. Und zwar, ich würde sagen, 65. Ungefähr. Ja, 65 ist gut. Da kann er reinfahren. Und dann kann man ihn... Und dann müsste er ja... Weil wenn ich ihn jetzt so hochhebe, ist ja too much. Ne? Also, das erklärt sich ja von selber. Das heißt, wir bräuchten so ein Mittelding, ne? Achso, dann müsste ich das anders realisieren. Fällt mir gerade ein. Okay, aber dann, weil so, du kannst ja nicht so hochheben. Dann geht er kaputt. Und hier, diese Dinger müssten eventuell auch mitdrehen. Wenn der dreht, dass die sich mitdrehen, der Bearing, damit der nicht aus der Kurve fällt. Ja, irgendwie so. Wollen wir mal gucken. Hab schon eine Idee. Hallöchen, Louis Hase. Das heißt, wir können ihn ja hier auch erstmal... Dann machen wir es erstmal provisorisch. Warte mal. Wir machen erstmal so. Und hier machen wir doch nochmal im Null. Sondern... Komm. Erstmal nur gucken, ob der da auch reingeht. Und ob die Bearings es auch schaffen, das Ding hochzuheben. Warte mal. So ist Nullstellung. Okay.
Das heißt, wir müssen den ja eigentlich jetzt noch ein bisschen eben runterkriegen. Machen wir mal hier eben 5 Grad. Ja, passt. Jetzt brauchen wir ihn hier. Oh, jetzt wird es wieder ruckeln. Ah, guck mal. Seht ihr das? Ah, es ist, ist zu eng. Also, das ist zu eng. Ja, also das ist wirklich zu eng. Das heißt, hier muss man nochmal nachbessern. Das ist zu eng. Oh, macht ja nichts, ne? Genau deswegen testet man ja. Machen wir hier nochmal 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dann ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Wie gesagt, der Nightbot ist nicht da. Heißt aber nicht, dass ihr euch nicht benehmen könnt. Also wenn ihr euch nicht benehmt, dann sperre ich euch. Ja klar, ne? So, brauche ich ja eigentlich auch nicht erwähnen, oder? Eins, zack, 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 zack. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Das müsste aber passen. Irgendwie ist das Spiel, Spinscrap mich hier nicht. Achso, ich hab den jetzt mit dieser komplizierten Federung. Den kennt ihr ja noch gar nicht. Da werde ich gleich mal eben den anderen nehmen. Moment. Der ist ja noch in der Beta-Phase hier so. Spoiler, Spoiler. Wo ist der andere? Da. Den hier wollen wir doch. Der ist auch ein bisschen ärmer von der Performance her. Und fährt genauso gut. Oh. Mal den Warnblinker anmachen hier. Ja, das sieht noch echt scheiße aus vorne. Das gebe ich zu. Und man müsste es dann auch richtig schön. Passt sogar mit dem Haken. So. Aber guck mal, das ist jetzt zum Beispiel zu wenig. Das heißt, der muss ja. Mindestens 15 hoch, oder? Würde ich jetzt schätzen. Aha. Ach so. Ah, jetzt verstehe ich das. Okay. Das heißt, wir müssen hier noch so eine kleine Mulde reinmachen. Ah ja, okay. Ja, das macht Sinn, weil sonst bringt das ja gar nichts. Okay. Das macht Sinn. Also quasi. Wie gesagt, das Ding ist am Anfang erstmal Proto, ne? Erstmal funktionieren und dann kann man sich um die Optik kümmern. Eigentlich einer zwischen. Dann kommt hier wieder einer hin. Dann könnte ich hier. Ja, es geht nicht ganz auf, ne? Ach, scheiße. Was baut er denn da? Du sperrst uns? Naja, wenn ihr euch nicht benehmt, ne? Ansonsten nicht. Wie gesagt, ich baue einen Abschlepper. Und das hier ist momentan erstmal sehr provisorisch. Wie gesagt, die Dinger müssten sich auch eigentlich dann ausfahren, weil das Problem ist ja, wenn ich sie jetzt runterlasse, dann würden sie ja gar nicht in die Erde gehen. Das ist ganz so einfach. Muss mir gleich mal was einfallen lassen. Ich merke schon, es ist nicht so einfach, wie ich mir das gedacht habe.
Aber es ist ja auch zum Testen, ne? Ist ja erstmal nur provisorisch. Immer, hier haben wir einen Platz, ne? Guck mal, hier haben wir auch einen Platz. Heißt, wenn ich jetzt einen rausmache, dann wäre es wieder symmetrisch. Jetzt lass mich das auch mal bloß wieder ranschweißen können. Perfekt. Wo? Ich würde das hier schon mal vorher machen. Wie gesagt, aber die müssten eigentlich noch bewegt sein, dass die... muss ich mal gucken, wie wir die am besten befestigen. Gar nicht so einfach. Einmal. Zweimal. Dreimal. Lalalala. 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 Ich habe so wie gesagt sowas auch noch nie gebaut, ne? Oh. Sag mal, warum baue ich denn immer? Hä? Verarschen? Wir sind irgendwo in der Erde jetzt. Keine Ahnung. Hallo, Herr Tarindor. Hallo, HHD. ich hoffe, das ist einigermaßen spannend. Ja, Müsste ich mir mal so ein Teil angucken im Internet, wie das ungefähr aufgebaut ist. Weil jetzt haben wir ja das Problem, dass er da nicht reinfahren kann. Das heißt aber, was ja eigentlich gar kein Problem ist, ich könnte das Ding ja höher machen hier. Ja? Dann kann man das so ein bisschen ankippeln, dann fährt er rauf, ja, und dann hebt man das trotzdem hoch. Und dadurch hat man ja einen viel einfachen Weg. Das wäre jetzt quasi meine Überlegung und das werden wir auch so machen. Heißt, ihn hier müssen wir nochmal im Cup hin. Ja? Den ganzen Akkus hier, den müssen wir einfach ein bisschen höher setzen. Vielleicht auch schon... Wir machen das jetzt mal wirklich hoch. Einfach weil wir es können. Spielen wir das mal. Wird das hier? Könnte. Nee, warte mal. Hier vielleicht? Boah, das sieht doch gut aus. So, dann müssen wir den. Also ich weiß wie gesagt nicht, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das hier denke. Aber habt ein wenig Nachsicht. Ja. So. Und jetzt machen wir das hier offen. Ja. Das könnte ganz gut wirken. Und dann müssen wir hier so einen Mechanismus finden, um das wieder zu schließen, oder? Fährt er rein, dann können wir das schließen. Das heißt, wir müssen das hier am besten mit den beiden hier miteinander... Wenn ich den jetzt rauskappe, passiert da was? Nö. Das ist ganz gut. Aber hier ist jetzt blöd. Wir müssen das, glaube ich, hier miteinander verbinden. Ja, so. Ja, das ist ganz gut. Dann brauchen wir hier, glaube ich, so ein... Zack. Dann musst du wieder ran. Dann müssen wir hier gleich so einen Mechanismus finden, wie wir das schließen können. Kannst du meine Freundschaftsfrage auf 7 annehmen? Heißt das... Wie gesagt, ich nehme das momentan nicht an. Wenn du die Abschleppbrille nur 5 Blöcke lang machst, kannst das Rad nicht mehr durchfallen. Ach so. Ja gut, das ist auch eine Idee. Danke. Gute Idee. Ja, sag ich ja. Also wenn man so live streamt, ist schon praktisch. So, und jetzt hätte ich mir, also jetzt wäre meine Idee, weil ich ja ein Kacknoob bin, würde ich hier 2 Bearings anmachen. Ich euch gleich. Warum? Oh. So. Mal eben gucken. Ah, es könnte funktionieren.
ich muss mal. Boah, ist das schwer, den hier zu treffen. Warum hebe ich den nicht einfach hoch, Daniel? Ist das was mich hier auch stört? Könnte man echt mal zumachen. Sieht das scheiße so aus. Keine Ahnung, ob sowas funktioniert, ne? Ehrlich nicht. Aber mich würde es gleich erstmal ausprobieren. Mich würde es gleich voll interessieren. Bitte, hab mich ja auch mal daran versucht. Wie gesagt, das ist eine gute Idee. Sonst werde ich das gleich mal ausprobieren. Also wenn das hier so nicht funktioniert, wie ich mir das denke, würde ich das auf jeden Fall mal ausprobieren. Du, ich bin halt so ein Mensch, ich muss erstmal ausprobieren. Ich weiß auch nicht warum. Also ich mag das total gerne, so ein bisschen rumzutüfteln. Das Ding ist, hier ist der jetzt, bei dieser Variante habe ich jetzt ein Problem, dass der zu viel Spiel hat. Ich müsste eventuell diesen Kasten hier verkürzen auf jeden Fall. Das weiß ich jetzt schon. Muss man mal gucken. Aber das wäre ja jetzt nicht das Ding. Das ist ja die kleinste Hürde. Das kann man ja schnell machen. Aber ich dachte mir, er fährt dann darüber. Und dann kann man das ja umklappen. Hoffe ich. Und wir müssen den Kasten auch noch einigermaßen schön kriegen. Denn optisch ist mir das immer echt wichtig. Zack. Und zack. So, jetzt kann er da reinfahren. Und wenn er da reingefahren ist, dann kann sich das Ding hochfahren und dann kommt er eigentlich auch nicht mehr raus. So der Plan. So. Ja. Das heißt, wir müssten erstmal die beiden hier anschließen. Ja. So, und dann schließen wir mal 1 und 2 an. 1 und 2. 3 und also jetzt da. So. Er müsste. Also theoretisch dreht er sich ja hoch. Das heißt, die normale Stellung ist okay. Und wenn er geschaltet wird, dreht er sich mindestens 5 Grad runter. So. Die müssten dann so bleiben. Und wenn er dann wieder hochfährt, dann müssten die sich. 90, 45. Ist das jetzt 90? Warte mal, bin ich jetzt blöd? Er müsste auf jeden Fall noch minus 5. Einfach mal ausprobieren. Ja, genau. Dann kann er reinfahren. Genau, dann kann er reinfahren. Und wenn er hochgeht, also aus ist quasi, wenn er aus ist, dann hat er diese Nullstellung und dann müsste er, sagen wir mal, jetzt 90. Bin ich jetzt blöd? Das muss man testen. Kann ja nicht 90 sein, oder? 90 wäre ja ganz hoch, oder? Hä? Jetzt blöd. Ich glaube, ich bin blöd. Aber egal. Wir probieren das mal. Ich bin manchmal einfach ein bisschen blöd. So ein bisschen blöd. Welche waren das jetzt? 3 und 4 war das. 3. Müssen wir auf jeden Fall gleich rumdrehen. Ja, genau. So, wenn er jetzt geschaltet ist, zack, dann muss er ja wieder runtergehen. Okay, das heißt, hier müsste er dann minus 90. Ne? Minus 90. So, dann haben wir ihn jetzt und ich schalte ihn jetzt runter. Dann geht er hoch, runter und dann schalte ich ihn wieder hoch. Genau, und dann rastet er eigentlich ein. So der Plan. Es kann sein, dass wir hier noch ein bisschen kippen müssen, damit das Ding gerade bleibt, ne? Und seine stundenlange Tüftelei. Ach ja, Tarindor und seine stundenlange Tüftelei. Schön. Dankeschön. Wie gesagt, ich bin da echt. Ich bin da ein bisschen. Hm? So, und hier haben wir ja das gleiche Ding. Das heißt, hier machen wir wieder 90. Und hier machen wir minus 90. Theoretisch. Langsamer drehen den ganzen Spaß. Hier muss der auch einmal umgedreht werden.
So, jetzt fahren wir das hoch. Sehr schön. Ich denke mal, dass der Radstand ein bisschen zu groß ist, aber sonst so vom Prinzip her, da finde ich das schon ganz okay. Ich fahre ihn jetzt mal rein. Mal gucken, was passiert. Also bis auf, dass es ruckeln wird, aber sonst gucken wir mal. Natürlich Warnblinker an, ist ja klar. Oh, ich hasse die Performance, ich sehe sie jetzt schon kommen. So, warte. Ja, genau so hätte ich das gerne. So. Performance ist halt scheiße. Jetzt ist er zu. Er schafft es nicht, ihn hochzuheben. Oder sind, liegt das an den Federn? An den Federn. Jungs und Mädels, sehr guten Unterhaltung. Mindestens 8. Lieber zu viel als zu wenig. 8. Ja, das schleift noch ein bisschen. Das heißt, theoretisch müssten wir hier sogar noch ein bisschen höher. Das heißt, das ist ja, wenn er runter ist, und das ist ja dann die Plusstellung. Machen wir mal hier mal plus 10. Ja, und hier machen wir minus 10. Dann haben wir 5 Grad nochmal gewonnen. Fährt er sie jetzt hoch? Oder schafft er ihn nicht so hoch zu heben? Ach so! Oh! Oh! Ja, das ja, sieht gut aus. Toll. Nochmal aufmachen. Nochmal raus. Mit dem guten alten. Warte mal, was habe ich denn da jetzt gemacht? Oh. Habe ich aber einen Fehler. Wenn ich hier plus 10 habe, dann muss ich ja hier schon plus 20 nehmen, ne? Meine Lieben. Oder? Natürlich! Kannst du bitte langsam einstehen anstatt schnell? Bitte. Kannst du bitte langsam einstellen anstatt schnell? Bitte. Ja. Also ich kann das auch versuchen, langsamer zu machen. Oh, hier, guck mal, hier ist ein Fehler. Also 20, 20. Ich werde den ja eh veröffentlichen, ne? Gitarre. Lol. Hier Tarindor und die Community, wie geht's euch? Machen wir doch mal gut, ne? Also mir geht's gut. Das ist hier scheiße, das müssen wir schweißen. Das kriege ich jetzt auch so hin. Sehr schön, jetzt ist es auch wieder verbunden. Toll. Ja, schön. Oh, ist doch schön. Schön, schön. Auf ein neues, meine Lieben. Oh. Mann, warum habe ich hier auch so einen doofen Haken vorne? Fahr da rauf! Ich habe gesagt, du sollst da rauf fahren! Fahr da rauf! Warum fährt er nicht? Ach so! Weil mein Ding da im Weg ist. Ja, das ging doch eben. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Egal, das Ding wird ja eh, also das müsste ich ja, Dinger müssten ja zugehen und dann müsste das ja eigentlich passen, ne? Zack. Ja, guck mal. Oh, der spielt. Ja, jetzt könnte man eigentlich mal fahren. Das funktioniert, ich glaube, das reicht noch nicht. Oh, Leute. Ja, guck mal. Das heißt, wir müssen dieses Ding da noch zum Drehen machen. Definitiv. Weil A, ist das noch ein bisschen zu wackelig. Aber so vom Grundprinzip her. Also diese Achse muss sich auf jeden Fall drehen. Ne? Aber so im Grundprinzip könnte das schon funktionieren. Und ich habe vorne zu wenig Gewicht.
Aber guck mal, wenn man jetzt so mal fährt, also hinten rückwärts geht und vorwärts. Wie gesagt, haben wir zu wenig Gewicht. Aber es sieht schon mal gar nicht so verkehrt aus. So für den ersten Versuch ist das schon mal ganz gut, würde ich sagen. Jetzt wissen wir aber, dass er so nicht lenken kann, ist ja auch klar. Das heißt, wir müssen irgendwie noch eine Achse einbauen, die sich mitdreht. Das können wir hier rüber lösen, über diesen Part. Dann kann sich das Ding auch immer hin und her drehen. Also mitlenken. Tschüss, Daniel, bin weg. Tschüss, tschüss, you will back. You will back. You will. Ihr wisst so, was ich meine. Oh, dieses Blinken, ne? Wie gesagt, wir machen aber heute nicht allzu lange. Aber ein bisschen machen wir schon, ne? Aber das sieht schon mal gut aus. Das sieht wirklich schon mal gut aus. Und das Ding muss höher. Das heißt, wir können ihn ja eben hier wieder runterlassen. Das ist eigentlich ganz cool. So. sieht man. Guckt euch das an, warte. Geil. Ich bin im Haken. Ja. Also diese Raddinger hier brauche ich gar nicht, denn ich habe mich festgehakt. Scheiße, wie kriege ich den jetzt? Oh Mann, was ist das für Kackhaken? Scheiße. Das regt mich. Toll. Das sieht aber gut aus. Man, doppelte Sicherung. Mann, wie ist er denn auch da reingeflutscht? Ernsthaft? Müssen wir mal eben den Haken hier lösen, ne? Blöder Haken. Geil. Ich dachte gerade, hä, warum komme ich hier nicht raus? Oh. Gut, also das funktioniert schon mal ganz gut. Ist natürlich jetzt scheiße, weil ich das Ding hier nochmal lösen muss. Sollte aber nicht allzu schlimm sein. Das heißt, wir werden das hier nochmal lösen. Dann werden wir uns hier eine Art Teil bauen, dass wir den auch lenken können. Und das werden wir so realisieren. Hoffe ich, dass das so funktioniert. So. Aber das Ding. Das ist schon hoch, das kann doch nicht hoch sein. Komm mal hoch. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. So, dann haben wir hier noch so eine Drehachse, dann kann es sich verbinden. Das Problem ist, es wird nicht so verbinden können. Ne? Also das wird leider nicht gehen. Das könnten wir aber noch einbauen. Aber machen wir erstmal alles Schritt für Schritt. Ne? Also erstmal gucken. Kann ich das hier eigentlich an dem hier jetzt dran schweißen? Oder meckert er dann wieder rum? So, und das Ding hier könnten wir eigentlich dann auch gleich mit der Lenkung verbinden. Oder? Wobei, denn lenkt er zu doll, ne? Aber sonst könnte der hin und her wabbeln. Was ja auch blöd ist. Also ich würde es trotzdem vielleicht mit der Lenkung verbinden. Ja, meinem Lenken. So. Oh. Ah, für das sollten wir hier auch so eine Doppellenkung einbauen. Also wir merken ja schon, dass wir mit dem Gewicht, ne? Ist mir langweilig. ja, dann bist du falsch hier, MX. Also wenn der Stream für dich langweilig ist, dann bist du falsch. Da musst du was anderes machen. Oh. Das ist eine gute Frage, ne? Also jetzt eventuell doch nicht festmachen. Wir lassen ihn mal lose. Ich weiß aber nicht, wie er sich dann verhalten wird. Ach so, scheiße. Wir müssen ja die hier wieder verbinden, ne? Also ich weiß, dass die alle auf 90 waren. 90. Oh. Und 90. Hörst du mal auf zu zucken, du Spacko?
Mach es dir nicht zu schwer, Tarindor. Ich versuche es. So, warte mal. Jetzt haben wir nämlich hier und hier. Das müsste ja dann so. Und das müsste ja dann auch so. Jetzt müsste das ja eigentlich wieder heile sein. No, 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 no. Das ist schön. Schön, schön. Warum bin ich eigentlich auch auf den Berg gefahren? Das ist ja echt bescheuert. Ja, hier kannst du ja gar nicht wirklich drehen oder hier mal eine Probefahrt machen oder so eine Scheiße. Eigentlich total beknackt. Oh, naja. Das ist Tarindor. Der ist halt beknackt. So. Schön. Ach, das, aber das mit Rücken geht sogar noch, würde ich sagen. Wow! Warum ist das jetzt so hoch? Holy shit. Boah, geil. Das sieht richtig gut aus. Sieht gut aus. Aber ist ein bisschen zu hoch, ne? Naja. Ausprobieren. Das finde ich jetzt schon ein bisschen... Das ist schon too much. Wir werden mal eben das Gewicht ein bisschen verstärken. Also werden wir gleich das Problem haben, dass er hier nicht abheben kann. Ich weiß gar nicht. Müssen wir das Gewicht jetzt hier vorne ein bisschen verstärken? So. Hm? Mal ausprobieren. Boah, guck mal. Also, mein Motor ist langsam, aber sonst sah das schon ganz gut aus. Hallo, Motor. Warum baue ich eigentlich so ein Fahrzeug? Oh, der ist ja schon auf Anschlag. Und der? Ja, guck mal, hier ist ja noch ein bisschen Spiel. Gehen wir mal eine Stufe höher. Problem wird dann sein, wenn er jetzt keine Beladung hat, dass er dann voll abdüst. Aber das... Oh, das sieht schon gut aus, oder? Oh, sieht das gut aus. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, für so ein Proto... Oh, der lässt sich auch echt gut... Doch, das sieht ja gar nicht mal schon verkehrt aus. Also, es ist noch Proto-mäßig, aber... Ey, Leute, oder? Und wenn wir jetzt hier oben noch ein Fahrzeug transportieren könnten... Wie geil ist das denn bitte? Froh, wenn es funktioniert. Also ich könnte mir das richtig gut vorstellen. Cool, jetzt fahren wir hier immer eine Runde. Und die Lenkung ist ja auch noch nicht final, weil die geht ja noch nicht richtig. Das heißt, wir könnten uns ja eigentlich viel besser drehen. Man darf YouTube eigentlich erst ab 13 Jahren besitzen. Was meint ihr? Also das würde mich jetzt mal in den Kommentaren interessieren. Findet ihr den gut? Das sieht schon gut aus, oder? Gut, den Kasten hinten, den können wir noch ein bisschen schöner machen, weil guck mal, wie viel Platz wir da noch haben, ne? Also, das können wir noch ein bisschen optimieren, dass das ein bisschen kleiner aussieht. Aber sonst finde ich das schon eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Also jetzt, wir können ja mal hier hochfahren aus Spaß. Aus Spaß und Jux und Dollerei. Haben wir das? Ach so. Okay. Warte mal, wo hakt es denn? Das heißt, wir müssen hier einen Sensor einbauen. Hier. Der das immer automatisch anpasst, der Höhe. Also, dass er das immer reguliert, quasi. Weißt du? Dass er nie auf den Boden aufschlägt. Wenn wir eine Unebenheit haben, dass das System das automatisch ausbalanciert. Ja, das müssen wir hier auf jeden Fall haben. Weil, guck mal, jetzt stößt er hier an. Der würde das ja eigentlich schaffen, eventuell. Aber weil die Schräge eben so ist, schafft das daneben halt nicht mehr, ne? Was ja auch logisch ist. Macht ja sogar Sinn. Aber guck mal, wir können hier richtig lang brettern und der fällt nicht raus. Das sieht schon cool aus. Findet ihr den so gut? Ja. Zweitens, nein. Hä? Zweitens, ja. Ups, eins. Ich bin 11 und habe einen Kanal. Fahr den Berg runter.
Oh, ja, okay, ist hier ein bisschen doof. Also wir können es gerne mal ausprobieren. Wir wollten natürlich wieder hier. Ich habe ja noch nicht die Lenkung. Aber egal, wir versuchen es mal. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh, Hilfe. Ich komme hier nicht rum mit der Lenkung. Ach, fick dich. Wir nehmen die einfache Variante. Hallo. Hallo. Ey, wir rollen noch. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Oh, der ist aber hinten rausgerutscht. Wir nehmen ihn mal mit. Also wir brauchen auf jeden Fall diese Doppellenkung. Daran muss ich mich gleich mal machen. Ey, Kollege, ich habe nicht gesagt, dass du hier runterfallen sollst. So. Aber hier so? Hier so sollte es ja eigentlich gehen, oder? Ach nee, jetzt machen wir mal eben. Wo ist unser Jeep? Ja, der ist ja gar nicht festgeschweißt. Das ist Scrap-Mechanic, André Rudi. Link ist in der Beschreibung. Du kannst halt verschiedene Fahrzeuge bauen. Zum Beispiel so ein, alles wie Lego quasi. Du kannst dein Fahrzeug selber bauen. Und ja. Und die dann auch ausprobieren, die Kreation, ne? Also macht ziemlich viel Spaß, muss ich sagen. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Warte mal. Ah ja, die Doppellenkung. Den Jeep lassen wir mal eben oben. Ja. Jetzt müssen wir mal eben die Doppellenkung bearbeiten, weil so geht das nicht. Weil das, hast du ja gesehen. Das führt ja zu nichts. So, wir machen das mal eben offen. Und werden das aber auch wieder verkleiden, aber ein bisschen enger. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, da gibt da so ein Tool. Du kannst natürlich auch einfach mit irgendwelchen dünnen Gegenständen reinfahren, aber ich verspreche nichts. Radstand etwas verkürzen, dann ist ja gut. Ja, genau, Radstand, genau. Das muss man auch nochmal machen. Aber wie gesagt, ist ja noch nicht fertig, ne? So, wir machen das mal eben so. Ist jetzt sehr provisorisch, ist mir klar. Mal eben einmal drehen. Ey, das ist aber auch ein Monster. Ja, das nennt sich Lenkung, oder? Ah, schön. So. So, und wenn das dann mal nicht flutscht, das ist ja wie im richtigen Leben. Oh. Einmal eben einen kleinen Schubs. Oh, sieht doch, jo. Wo ist unser Jeep? Ja, immer noch oben. Probieren wir mal, ne? Ich kann auch einen neuen spawnen. Aber was wäre denn das? Aber jetzt muss er auch wirklich abgeschleppt werden. Also ihr seht das ja. Gut. Kaputt. Kriegen wir ihn denn noch ein? Ja, natürlich. Ich habe natürlich wieder so geparkt, dass das hier. Ah, Schnorch. Ach, Warnblinker an. Klingt so. So, wir haben geparkt.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass das erstaunlich gut funktioniert. Wir müssen den Radstand noch ein bisschen verkürzen. Da hat der gute Mann recht. Er hebt sich aber schon mal sehr gut hoch. Okay, dann könnten wir wohl noch ein bisschen stärker einstellen. Hey, guck mal. Vorne ist er noch ein bisschen zu leicht. Aber, warte. Das geht schon echt klar. Geht wirklich klar. Geil. Sorry, ich freue mich gerade. Also so für den ersten Anfang ist das schon mal nicht schlecht. Also hier wird jetzt natürlich echt eng. Aber, das muss er können. Das muss er können. Also, ne? Wir haben hier ein Premium-Fahrzeug. Das muss er können. Also hier muss er einmal rum. Er ist vorne zu leicht. Also ich merke das. Er fährt dadurch ein bisschen unruhig. Oh. Das war jetzt blöd. Ich weiß nicht, ob ich hier noch rauskomme. Ja, doch. Er hat noch Grip gefunden. Ah, sehr schön. Also, das ist jetzt natürlich auch ein echt schweres Gebiet, ne? Aber das... Ey, sorry, Leute. Das macht er doch wirklich gut. Wenn es nicht flusch... Das ist wie im echten Leben. Da hat er recht. Oder? Alter, das ist echt cool. Und Performance bei 30 FPS ist noch richtig gut. Machst du noch so gelbe Warnlichter auf dem Truck? Ja, der wird noch viel besser. Also da kommen noch richtig Sachen drauf. Vielleicht werde ich auch noch einen kleinen Kran machen, dass man zum Beispiel kleinere PKWs damit einen Kran hochheben kann, ne? Also wirklich kleine, sage ich jetzt mal. Und dass man hier so große wie ihn hier dann wirklich hinten abschleppen kann. Also ich will so einen universellen machen, ne? Dass der halt mehrere Fahrzeuge auch abschleppen kann. Ja, also das würde ich schon sehr, sehr gerne. Und wie gesagt, ich muss das noch mit den Motoren einstellen. Ja, aber so im Großen und Ganzen bin ich eigentlich sehr zufrieden, dass der jetzt schon mal so gut funktioniert. Also man sieht es ja, der Randstand dieser Kästen, okay, das kann man deutlich verkürzen. Also es ist zu lang. Ja. Aber sonst funktioniert der schon sehr, sehr gut. Da muss ich jetzt wirklich sagen. Da ist ein Russe im Chat. Ja, aber was schreibt der denn? Ja, die Frage ist ja jetzt, was er schreibt. Wir wissen es nicht, ne? Nein, leider nicht. Wie findet ihr den bisher so? Der hat doch schon richtig stabil. Also wie gesagt, vorne ist der zu leicht. Ne? Also das merkt man. Ja, das merkt man wirklich. Oh. Warum habe ich jetzt hier... Oh, jetzt habe ich hier so eine komische Leiste. Ah, jetzt. Jetzt ist es wieder weg. Habt ihr, glaube ich, gar nicht gesehen. Aber hier vorne hin, da müsste man den echt ein bisschen schwerer machen. Das bleibt nicht so, ne? Also keine Sorge. Es geht jetzt nur darum, dass ich so eine Art Gewichtsverteilung finde. Schön. Schön, schön. Also das funktioniert schon eigentlich sehr, sehr gut, muss ich sagen. So für den Anfang. Sieht das schon ganz gut aus. Man sieht ja, bei... Ja doch, man könnte diesen Käfig auf jeden Fall deutlich verkürzen. Um ein oder zwei würde ich sogar sagen. Ja, dann ist der nochmal fester drin. Man muss es nicht, könnte man aber. Das mit der Lenkung hat auch ganz gut funktioniert, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt müssten wir noch so eine höhenverstellbare Dings machen. Und wie gesagt, wie Fabi Olli schon sagt, so ein paar Mängel hatte er natürlich noch. Er ist vorne noch sehr unruhig, weil er einfach zu leicht ist. Hinten sieht er noch echt bescheuert aus. Der motiviert mich auch
nochmal einen Abschlepper zu bauen. Ja, gerne. Also, ihr könnt gerne auch Abschlepper bauen und mir die dann mal schicken. Ja? Und dann kann ich die vielleicht ja im nächsten Stream oder so mal zeigen. So eine Abschlepper. Cool. Das wäre eigentlich auch eine Idee. Also bis nächsten Samstag oder so. Und oh, wäre eigentlich ganz cool. Kann man machen. Cool. Lass ihn mal runter. Also sorry, das funktioniert schon echt sehr gut. Guck mal, man kann jetzt hier schön rausfahren. Wie sieht denn das aus, wenn wir ein anderes Fahrzeug abschleppen wollen? Boah, Leute, ich hab eigentlich... Weil das Ding ist ja... Oh. Also mit ihm geht das ja jetzt eigentlich schon. Ja gut, mein Bus, das wäre natürlich so die Königsdisziplin. Aber das wird nicht funktionieren, weil er ja hier... Der Radstand ist so weit, ne? Dafür müsste ich die Stange deutlich länger bauen. Also hier wird es schwer. Aber er hier... Mal ausprobieren. Ist auch ein Fahrzeug, was noch gar nicht veröffentlicht ist. Und der ist auch nicht so hoch, ne? Ja, das könnte auch ein Problem werden. Aber. Einmal raufgefahren, das gute Ding. Funktioniert, würde ich sagen. Machen wir ihn hier mal im Weg. Also ich bin halt immer so ein Freund, ich möchte das auch gerne mit verschiedenen Fahrzeugen testen. Aber geht auch mit ihm. Ne? Wie gesagt, Gewichtsverteilung, da muss ich dann noch ein bisschen spielen. Ich würde ihn noch ein bisschen kürzer machen. Dadurch hätten wir dann ein bisschen mehr Spiel. Aber sonst... Oh, hier sind wir auch gestern mit Kerge lang gefahren. Im Stream. Hey, guck mal, man merkt es ja, dass der dann schon ein bisschen am Schleudern ist. Weil hier würde ich jetzt wieder nicht hochkommen, weil der Käfig dann unten aufditscht. Das ist natürlich echt blöd. Ja. Das ist blöd. Und daran müsste man dann arbeiten. Und er wackelt hinten noch zu doll. Also, das ist mir einfach... Ich fahre jetzt mal echt scheiße zu. Sorry. Das ist mir noch ein bisschen zu... Skurril. Aber hier so drehen und so ist ganz gut. Wobei ich nicht meckern. Ich gehe jetzt auf. Wenn ich unter der Woche Zeit finde, wäre ich bei der Challenge dabei. Ja, gerne. Cool, cool. Ich gehe jetzt auf. Crunch Punch. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Und danke, dass du dabei gewesen bist. Ich spreche kein Russisch. Leider nicht. Geile Scheiße. Also, sieht schon cool aus. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Können den ganzen Tag jetzt hier mit rumfahren. Also es ist echt cool. Oh. Kann man den Abschlepper auch abschleppen? So. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, dann könnte man jetzt eigentlich... Wie gesagt, ich glaube, ihn würde ich hier noch ein bisschen verkürzen. Dann haben wir hier so ein etwas für kleinere Fahrzeuge, ihn hier. Und ihn dann hinten für große. Dieses Ding hier würde ich nochmal eben ein bisschen überarbeiten. Und dann hört der Stream auch bald auf, oder? Das heißt, hier könnten wir nochmal... Ja, ein oder zwei, ich weiß nicht, könnte man... Warte mal, wir müssen mal gucken, wie breit ist denn so ein Reifen eigentlich? Ich muss das mal eben checken. Oh.
So. Guck mal, das ist ja eigentlich nur so breit wie dieses Ding hier, ne? Das heißt, wir könnten das wirklich, wir könnten noch hier den Stück rausnehmen und dieses Stück rausnehmen. Wobei, so das schon ganz gut ist, weil dann haben wir auch ein bisschen mehr Spiel, falls das Fahrwerk von dem einen oder anderen mal ein bisschen breiter ist oder die Radstände. Weil guck mal, bei ihm ist das ja auch schon ein bisschen sehr breit. Ja, also das würde ich eventuell sogar lassen. Aber wir könnten den Korb auf jeden Fall verkürzen. Bitte noch lange. Nein, noch länger. Nein. Soll ich dir Gesellschaft leisten? Kannst du machen. Crispy. Aber ich, also kannst du ruhig machen. Wenn du willst. ja, cool. Also ich würde den auf jeden Fall noch um einen verkürzen. Wackelt der nicht mehr so. Und hier an den Seiten kann ich die. Ah ja, okay, das war fast klar. Hier würde ich eventuell sogar noch so. Das war das so, ich muss das gleich festschweißen. Crispy! Hallo? Hör ich nicht. Oh, ne? Da hat man hier vielleicht nochmal so einen Schutz. Hochheben. Weißen. Ja, man muss halt erstmal gucken, ob man das dann eventuell doch so lässt. Weil jetzt sieht das natürlich echt ein bisschen beklackt aus. Also man müsste den dann noch irgendwie so eine coole Funktion geben, dass der auch einbaut. Was? Wie? Dann, was? Hä? Was? Worüber redet ihr? Mach den Käfig so, dass du ihn auf mehreren Höhen verstellen kannst. Ja, genau, das ist eine coole Idee. So ähnlich wie beim Gabelstapler, ne? Dann mute dich in Discord. Ach so. Hallo! Ah, hi! Na? Ich weiß nicht, ob du zu laut bist, aber müsste passen. Schau mal. Müsste eigentlich passen. So. Ah, Mandy, hallo! Moment, dann können wir mal hier. Man muss ja auch mal färben hier. Ganz Spaß. Ah, doch, ein bisschen leiser könnte man mich stellen. Ja? Ja. Machen wir. Oder? Ich hab dich mal auf 140. Sag mal was. Ja, hallo, ich bin Crispy. Wie geht's dir so? Mir geht's gut. ich habe mal nur eine Frage. Hast du schon mal einen Abschleppwagen gesehen? Nein. Du kannst das Teil eigentlich bis nach oben reinschieben. Ja. Oder ist das nur zum Test da unten? Das ist jetzt erstmal alles zum Testen. Achso, okay. Außerdem, ich will ja kein 1:1-Dings bauen. Ich will den ja schon ein bisschen selber bauen. Und zum Reinschieben will ich nicht, weil dann brauchst du wieder zu viele B-Rings. Hast recht. Und dann hättest du, wenn du den hinten dann raufpackst, wieder so unglaublich viele Lengths. Weißt du, was ich meine? Mhm. Weil du müsstest ja dann quasi so ein Teil bauen, ähnlich wie bei deiner Tür, dass das dann nach hinten schiebt, weißt du? Irgendwie. Ja. Ja. Und dann hätten wir aber wieder voll viele B-Rings. Das ist blöd. Ich werde das schon schön machen. Keine Sorge. Ich bin schon mal froh, dass das so gut funktioniert. Hm,
Ich hätte das gar nicht erwartet. Nee, ne? Nee, ich dachte, das Teil wird einfach unten bleiben. Hab ich am Anfang aber auch gedacht. Nee, man muss schon sagen, das könnte was werden. Bitte. Nun versteht er gar nichts mehr. Was? Nee, ich verstehe eh nie was. Wenn es um mich geht. So, was soll ich jetzt machen? Und zwar, man könnte... Was mir auch noch aufgefallen ist, man könnte das so wie bei den Anhängern machen, dass man auch Räder hinten noch macht. Räder? Mhm. Aber wenn mein Wagen zu schwer ist. Du meinst, dass der dann quasi mitfährt? Wenn genau. Er dann mal selber nicht fahren könnte. Also genau. Wenn das Ding das nicht hochhebt, ja? Mhm. Würde man machen. Also. Ich join dir mal nach. Ja, ja. Ja, join kannst du. Aber jetzt hier nicht wieder alles umbauen, ja? Sonst heißt es wieder. Nein, ich weiß sonst, nicht. Warte, weil ihr kennt das, meine lieben Leute. Sonst heißt es wieder, ich habe das alles gemacht. Der Tarindor ist völlig unnütz. Der kann gar nichts ohne dem hochheiligen Crispy, ja? Ganz kurz. Ich habe nichts beim Gabelstapler gesagt. Ich habe dich trotzdem verlegen. Genau. Alter, ich muss es nur annehmen. Warte mal. Oh, ja, beim Gabelstapler habe ich dir auch quasi Anweisungen gegeben. Was ich gerne hätte. Außerdem war es auch nicht wirklich schwer, wir mussten nur nachbauen. Also, das hatte ich ja schon fast. Also, wir mussten ja nur kopieren. Das war jetzt nicht so schwer. Na, ich habe ihn noch ein bisschen verbessert, dass der mehr Last tragen kann. Ja gut, da kannst du ja immer was wieder verbessern. Ne? Was soll ich jetzt machen? Aber ich finde, ich bin schon ganz zufrieden mit dem hier. Aber wie gesagt, Räder, ja, kann man machen, wenn man will. Muss man nicht, kann man. Das würde natürlich das Gewichtsproblem lösen. Könnte man hier an der Seite damit ranmachen. Komischerweise. Probier mal eben was. So wie der liebe Crispy das gerne hätte. Ja, aber wie gesagt, man mag ja auch selber bauen, ne? Man will ja auch selber ein bisschen mit den einbauen hier. Hä? Warum funktioniert das nicht? Bist du schon da, oder wie? Ja, ich such dich gerade. Bin weit, weit weg. Ey, hab ich gesagt, du sollst dich drehen, du Scheißkäfig? Alter! Du baust das? Ich baue mir einen Truck. Wie, du baust hier einen Truck? Ja, ich muss dann mein Auto bauen. Ja, mach das. Jetzt muss ich dich suchen. Den kannst du ja so scheiße bauen, dass er abgeschleppt werden muss. Lohnt sich das hier? So, guck mal, jetzt haben wir auch Räder theoretisch. So. Problem wird jetzt sein. Jetzt hebt er mir das ganze Ding hoch. Auch nicht schlecht. Aber scheiße. Ach, guck mal, sieht doch auch. Naja, gut, das sieht aus. Da kannst du direkt einen Anhänger hinten dran machen. Ah, doch, das sieht doch schon gut aus. Oh, kann man machen. Oh, kann man. Muss man nicht. Aber was mich jetzt hier dran stört, dass das Teil auch die ganze Zeit mitschwenkt, weißt du? Was? Ja, aber das kannst du ja später feststellen. Kannst du hier so eine Sperre einbauen. An der Seite. Dass er nicht mehr dreht. Wenn du hier einen Schalter drückst, dass der dann einfach feststeht. Was soll machen? So eine Pillepalle. Weißt du, was ich meine? Kann nee. Doch hier. Guck mal, ich kann doch hier an den. Ich kann das jetzt zeigen. Warte mal. Kann ich das jetzt. Ja, dann müsste ich das jetzt. Oder muss ich. Nee, warte, das kann ich dir eigentlich ganz einfach zeigen. So. Dann müssen wir mal eben hier.
Ach so, ja, doch, jetzt habe ich es auch verstanden. Und dann oben halt so ein Käfig, der einmal runterklappt, weißt du? Dann hält er das doch fest. Kenn ich. Doch, hast recht, ja. Okay, ich habe nichts gesagt. Bin schlau, ne? Was ist das da? Was denn? Das ist auch ein Auto, den ich mal gebaut habe, aber irgendwie brauche ich den momentan nicht wirklich weiter. Er fährt erstmal gegen den Berg. Aber ich weiß nicht, also ihn hier mit den Rädern, kann man machen. Würde ich aber erstmal noch weglassen. Oh oh. Ich kann das ja mal so lassen mit der Einrichtung da. Hallo, Tatjana Franzmann. Was, wir haben einen weiblichen Zuschauer? Also, Entschuldigung, wir haben ja auch Mandy schon hier. Ich meine hier jemand Neues, ne? Kriege ich hier wieder Schläge. Baby Girl 0081. Hallo, Mandy. Guten Abend, Mandy. Hallo, Mandy. Fängt das jetzt wieder mit Hashtag Mandy an. Hallo, Mandy. Ah, Mandy. Hallo Mandy. Na Mandy. Mandy hat so komische Eichhörner als Hose. Das sieht ganz, ganz, ganz modebewusst aus. Kann ich empfehlen. So. Schön. Das Ding ist, wenn der jetzt oben ist, dann müsste man eigentlich hier noch so einen Extra-Schalter machen, dass der sich auch nochmal umklappen kann. Dass das einfach nicht so kacke aussieht. Hätte dann aber den Nachteil, dass wir hier wieder noch einen Bearing hätten. Oh mein Gott, ist dann halt nun mal so. Oh, da muss ich das hier gleich vorne wieder anschließen. Ich kriege einen Föhn. Egal. Ich baue die genauso groß wie deine. Die sollen auch mal gut aussehen. Was baust du? Ich baue gerade die gleichen Maße. Gleichen Maße? Ja, wie deine Fahrzeuge. Ach so. Was baue ich überhaupt? Das fragst du jetzt mich? Ein Geländewagen. Aber... Oh. 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 Genau. Oh, Kinderskrank. Das wird jetzt aber kacke, weil du kannst ja hier nur ein Bearing. Warte mal, vielleicht können wir es doch so machen. Dann kann man ja hier so. Kann ich den dann hier nicht irgendwie festschweißen? Mann, wo sind denn die scheiß Bearings? Falls ihr euch jetzt wundert, was ich hier mache, ja, das erfüllt einen Sinn und Zweck. Also es ist jetzt nicht so, dass ich keinen Plan habe, also wie so oft. Ach scheiße, das geht nicht. Wie, das geht nicht? Waschen? Alter, wo geht das nicht? Warum nicht? Ach, das geht nicht. Dann müssen wir das anders machen. Hilft ja alles nichts. Das hilft ja alles nichts. So, ich hab schon gute Ideen. Wir müssen ja hier Qualität. Nein, das habe ich dir schon wieder nicht gefärbt. Ah! Wer bist du, Baby Girl? I'm a Barbie Girl, immer Baby Girl. Das musst du aber nochmal lernen. Hat jemand schon mal einen Van gebaut? Weiß ich nicht. Ja, oder? Bestimmt, oder? Jetzt mal stark von aus. Ich habe einen Offroader. Von meinem Lieblingsspiel. Oh. Ich dachte, ich stream heute nochmal. Ich hatte voll Bock. Ist doch gut so.
Leute, das wird einfach eine geile Scheiße, ne? Chinas? Also das ist ja... Also nicht wundern, ich pack die Controller erstmal so hin, wie ich mir gerade denke, ne? Also das erfüllt hier keinen Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Ich frage einfach nicht nach. Weil der Scheiß muss hier oder hier mit verbunden werden? Alter, was springst denn du so? So und so. Und hier, den müssen wir dann... Der muss extra geschaltet werden. Das könnte man auch bestimmt gleich einfacher machen. Muss mir nochmal was einfallen lassen. Bei den schaltest du ja eigentlich nur, sag ich mal. Wobei, man könnte den dann schön hoch. Und den könntest du dann einstellen, ne? Der verbreitet Karma. Ich sehe nichts mehr. So. Wow, das ist ein sehr schönes Auto. Echt? Danke. Ja. Alter, kannst du schon erkennen, was das sein wird? Ja, ein Auto wird das. Ja, was für eins? Ein Auto. Ja, was für eins? Na, irgend so eine Schrottkarre halt, wie immer bei dir. Das hat vier Räder. Was? Boah, unglaublich. Oh Gott, oder warte, wie viel hat's? Ich muss immer nachzählen. Aber ich schlepp das ja auch ab, ne? Also wenn scheiße ist, schlepp ich das extra für dich ab. Kannst du ja eigentlich alle Fahrzeuge von mir abschleppen. Also ich bin heute echt erstaunt, dass das hier überhaupt was wird. Hashtag schlafen. Was? Hä? Das war es dann für mich. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und einen tollen Stream. Danke und schön, dass du dabei gewesen bist. CPT Read Bird. Bird? Ach, ich kann doch kein Englisch. Hab ich dir gesagt, du sollst dich drehen? Was stimmt denn nicht mit dir, du scheiß Kiffi? Also hier müssen wir wieder plus 90. Minus 90. Hallo, Hä? Ich gehe gleich in das Spiel rein und mache 360 Grad Screenshot. Ich weiß nicht, wie das Auto aussieht. Stimmt hier wieder nicht. Ach so. Deine Front ist doch immer ganz schlicht gehalten, oder? Welche? Ja, die ist immer schlicht. Welche? Von allen Fahrzeugen, die du jemals gebaut hattest. Ja, wobei, mein Jeep, der sieht doch eigentlich schon... Ja, aber ich meine die Front. Ach so, da habe ich meist immer die Probleme. Brauchst du Ideen, oder wie? Guckst du hier ab, oder wie? Ja, mir fehlt, ich habe, wie gesagt, das ist mein erstes Auto dann jetzt, was ich baue. Ich helfe dir ja auch, wenn du willst. Also abgesehen von den Schrottkarren, die ich jemals gebaut habe. Und hier, warte mal. Habe ich die richtigen Maße genommen? Oh Gott, das ist so fett. Den Käfig mal eben richtig wieder ausrichten. Also dass der noch so wackelt, ne, dann brauchen wir echt eine Sperre. Das nervt mich. Das nervt mich aber sowas von. So. Nur mal eben, ne, zum Testen. So, also das geht ja so. Okay. Der fährt dann so hoch. Dann können wir ja den Knopf erstmal drücken. So. Und wenn er dann quasi hochgefahren werden soll, dann... brauchen wir hier nochmal 45, oder? So, und dann brauchen wir hier auch nochmal einen Schalter. Ist ja, wie gesagt, erstmal nur zum Testen. Über die Verkabelung kümmere ich mich dann später nochmal. Ordentlich. Was denn? Ach, nix. Du, falsch rumgedreht. Mal. Gute Nacht. Was? Du könntest einen Anschlag machen.
dass der Korb nicht so unendlich dreht. Ja, wie gesagt, also ich habe hier ja noch. Ich werde so eine Verriegelung machen, dass der einfach erstmal dicht ist. Und erst wenn ein Fahrzeug draufsteht, dass er dann wieder in der Position ist oder so. Muss man mal gucken. Das ist sogar noch zu wenig. Ich glaube, der könnte schon um 90, ne? Oh, kann sogar noch mehr. 120? Guck mal, Crispy. Obwohl. Wo bist du denn hin? Ach, der ganz weit hinten. Warte, ich komm zu dir. Also ich jetzt mal, wenn er denn so zusammenklappt. Ach doch. Der Korb muss aber noch ein bisschen kleiner, ne? Also da wird noch dran gearbeitet. Aber was machst du denn auf der Lagefläche dann noch? Ich will noch so einen Kran bauen, der kleine Fahrzeuge heben kann. Weißt du? Okay. Also so wirklich ganz kleine Dinge. Die sollen dann hinten auf dieser Ladefläche. Und große Fahrzeuge kann ich nur mit diesem Korb dann transportieren, ne? Das ist der Plan. Ich wieder die Front schon hasse. So, und dann muss man hier erstmal runterfahren. Das ist aber ein bisschen schnell. Dann fährt man den hier so runter, um den erstmal aufzubauen. Dann fährt man den hier weiter runter. Dann kann man das Fahrzeug reinfahren und dann gib ihn. Theoretisch könntest du jetzt auch so schon zumachen. Das sieht eigentlich auch gut aus. So. Brauchst du den gar nicht mehr so hochfahren. Also eigentlich würde das auch sogar so schon reichen. Aber dann machen wir mal will. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Interessant. Oh, das sieht so hässlich aus. Das sieht so aus wie so von einem Hund, diese Schnauze da vorne. Ich wollte ja jetzt nichts sagen, aber... Daran habe ich auch gerade gedacht. Hallo Tari, hallo Fire Winter. Kannst ruhig sagen, dass die von hat er doch schon. Was? Ist. Hat er doch schon? Nee. XD? Remixer noch da? Hat er doch schon. Remixer noch da? Wer ist dein Babygirl 0081? Klingt ja ganz gut. Also, nichts gegen dich jetzt, aber. I'm a Barbie Girl. Babygirl, Barbie Girl, Baby Girl, Barbie Girl. Baby Girl, glaube ich. Barbie, Baby. Da muss ein Nightset fragen. Du könntest einen anderen. Das habe ich ja schon vorgelesen, oder? Oh Gott, ich hasse die Front zu bauen. Mann. Warum ist eigentlich das Treppenmädchen nicht so schwer? Also ich finde Gebäude viel schlimmer. Nee, finde ich überhaupt nicht. Ach doch. Mir ist jetzt schon gerade eben wieder ein Gebäude eingefallen, aber nee, ich baue jetzt einen Truck. Also das gefällt mir hier schon ganz gut. Erhebt sich noch ein bisschen, aber ist ja okay, wenn er ein bisschen hochgehoben wird, sage ich mal. Hauptsache, der geht da ordentlich, der flügt da ordentlich rein. Och nö. Ich habe jetzt gerade was removed. Warte mal, was mir. Was removed? Ja, von meiner Sache. So? Nee. Ich würde den, glaube ich, vielleicht doch auf 9 stellen. Kann man den auch von hinten abschleppen? Das würde ja eigentlich keiner machen, ne? Aber rein theoretisch. Ah, die Lichter können im Weg sein, ne? Also will ich jetzt mal ausprobieren. Oh. Ja, aber guck mal, wir dürfen das auch nicht kleiner machen, weil dann hast du so Idioten wie ich, die da nicht mehr reinkommen. Ja. Yeah. So? Eigentlich cool. Alter, der hebt den locker hoch. Locker, flocker. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt... Oh,
Oh, wow. Das habe ich. Ich wollte mal gucken, was passiert, wenn ich den anderen Knopf auch drücke, wie das aussieht. Jetzt haben wir es ja gesehen. Interessant. So, weil es so cool ist und ich mich feiere, dass das überhaupt funktioniert, fahre ich nochmal eine Runde. Nein, du, jetzt zieht das LP nicht in die Länge. Wir sind vorne immer noch zu leicht. Habe ich das Gefühl. Mann. Die Front gefällt mir so ein bisschen. Echt? Nee. Das war nur gelogen. Hallo! Ihr Fahrzeug ist da, ihr neues. Wo hätten sie denn gerne? Oh Gott, das sieht so aus, als wäre da jemand mit dem Auto vorgefahren. Was denn? Ja, schau dir das doch mal an. Ah, mein Auto. Als wäre da jemand mit dem Auto gegengefahren. Ey, das geht aber noch. Daraus kannst du was bauen. Ja, ich weiß, da finde ich das. Auch das hier mit den Blinkern, das finde ich jetzt schick. Das ist eine sehr gute Idee, die klaue ich mir gleich. Nee, finde ich irgendwie hässlich. Nein, die ist wirklich gut. Die ist gut, Junge. Aber wie baue ich das denn jetzt hier so? Ey, das hätte ich mal bei meinem Bus wissen sollen. Das sieht wirklich gut aus. Junge, das sieht echt gut aus. Tust nur so. Nein, das ist geil. Davon drei Stück so nach oben und dann... Das hätte voll gut ausgesehen. Das hättest du mir mal früher sagen sollen. Wie? Ich habe nie ein Auto gebaut. Das ist mein allererstes Teil. Ja, aber das ist gut. Also da hast du ja wirklich... Bist ja doch nicht so strunzendoof. Danke. Das ist ein Kompliment. Hier den Stream nicht mehr in die Länge. Ja, also das tut mir echt leid. War nett mit euch. Tschüss. Komm hier nicht mehr raus. Ey, du Scheißkarre. Also, wenn man den von... Haben wir noch mal ein anderes Auto, was man ausprobieren könnte? Ah. Hey, warte mal, ich kann dir eins geben von mir. Du hast auch ein bisschen Masse. Du gibst mir jetzt bestimmt wieder einen, der da nicht reinpasst. Wetten? Wie ich dich kenne. Ja, jetzt gib mir nicht dein LKW. Wie fährt das? Hast du das jetzt echt gebaut? Leider. Alter, fährt sich das beschissen. Also, Leute. Aber da kannte ich euch zum Glück noch nicht. Boah, Alter. Das war mein allererstes Gefährt, glaube ich. Also sowas würde ich hinten nicht mal abschleppen, das würde ich schon vorne drauf nehmen, weil ich das nicht mal mehr zutraue, dass es über... Warte mal, Augenkrebs? Oh. Crispy. Sag mal, das lenkt nicht mal. Oh Gott. Warte mal. Du kommst da gar nicht rein. Warte mal. Das wird ja doch geiler. Warte mal. Hier. Der hier. Ja, wie fahr ich den? Oh Gott, das ist so schlecht. Oh, der fährt sich aber zumindest schon mal. Ein... Oh Gott. Jana Franzmann. Tatjana Franzmann. Entschuldigung. Mein Chat war im Weg. Danke für dein Abo. Aber weißt du, was mir aufgefallen ist? Nee. Ich bin, glaube ich, der allererste Mensch, der bei diesem Gefährt... Was sind das denn für Karren? Alter, sowas kannst du hinten gar nicht transportieren. Das dreht voll durch. Aber ganz kurz, das ist eine positive Sache. Nein. Weil, schau mal, ich habe diese Platten verbaut. Sorry, an dem Ding war nichts positiv. Außer, dass es eine Gefährdung für die Allgemeinheit ist. Höchstens. Also, wenn du einen Krieg damit führen wirst, dann bist du damit echt gut dran. Hallo, Leute. Hey. Hallo, X-Men. Also, beschränk dich lieber auf Gebäude. Das kannst du echt gut. Aber warte mal, ich habe noch einen richtigen... Boah, der ist zu breit, wa? Alter, der ist echt zu breit. Warte mal. Ich habe noch einen Wagen, den du abschleppen könntest. Den krieg ich nicht rein. Hier. Passt der da rein? Ist das deiner? Ja. Der sieht ja mal noch was aus. Ja, weil da vier Leute mitgebaut haben.
mit denen ich eigentlich auch nur Häuser baue. Sag mal, lass mal fahren. Achso, hörst du? Ja, das Teil fährt sich auch super schön. Ich würde vielleicht nochmal umdrehen. Ja. Und dann gerade rein. Der müsste ja wohl reinpassen. Gummi? Einmal ein bisschen rüber. Steck fest. Ja, gib mal ein bisschen Gas. Du musst schon ein bisschen. Jetzt. So, danke. Hochheben. Den euren Lachs hier. Zack. Aber jetzt guck mal, das ist zum Beispiel so ein kleines Auto. Das kannst du auch hinten drauf packen. Eigentlich. Da brauchst du eigentlich nicht hinten diese super Rampe für. Hui. So, erstmal abschleppen, diese Scheißkarre. Aber ich bin zufrieden, dass es funktioniert. Also selbst so eine Popelkarre. Aber irgendwie ziehe ich den schon mehr mit hinterher als also so. Ach so, das Gelenk ist nicht frei. Sag das doch. Habe ich auch so festgemacht, als ich das eben dran gebastelt habe. Das habe ich auch nicht gesehen. Ich habe mich schon gewundert, warum das Ding so steif ist. Sieht echt gut aus, finde ich. Ja, danke. Wie gesagt, das wird noch was. Also. Hey Leute, Emmys, könntest du nach diesem Lied Underground Hero anmachen? Wäre das schon, wenn das schon geht? Das stimmt, Emmys könnte das eigentlich machen. Aber, weil du so eine nette Sau bist, mache ich das für dich. Wenn ich das finde. Wenn nee, ich finde schwarz schöner. Schwarz ist viel schöner. Oder? Theoretisch müsste das doch, ja doch gehen. Obwohl, nee, der Nightbot ist ja heute gar nicht an, ne? Den hast du vom Stream gebannt. Warte, ich mach mal eben kurz die Musik aus, dann kann man mal eben selber checken. Okay. Ich finde das gerade nicht. aber theoretisch wäre es möglich. Ja, theoretisch wäre es möglich. Hier ist das überall. Bist du, ja. Ich muss ihn wieder anmachen. Sorry. Ich habe ihn jetzt heute nicht an. Weil ich ihn ja noch einstellen möchte, ne? Der war letztes Mal ein bisschen Overkill. Also so ein Auto zum Beispiel, irgendwie lohnt sich das gar nicht, den hier so auf diese Fläche. Den kannst du eigentlich oben drauf packen, ey. Der ist so klein. Mal, nur mal testen. Nur mal testen. Gucken, ob das funktioniert. Der hier? Oh, bei mir ruckelt's. Ja, ich spawn mal eben meinen LKW. Oh Gott. Ja, der Radstand ist so weit, ne? Das wird das Problem. Guck mal, wie weit der Radstand ist. Nee, das kannst du jetzt schon vergessen. Man müsste dann theoretisch das flacher bauen. Warte, was hatte der eigentlich für eine Schnauze? Aha. Ich hab doch irgendwann noch einen Offroader hier gehabt. Oh. Ja, wie gesagt, ich muss noch ein bisschen dran rumbasteln. Vielleicht kann man den Käfig auch noch ein bisschen niedriger bauen. Würde ja eigentlich auch gehen. Reifen muss ja nicht so weit reinrutschen. Macht das Auto gelb für ADAC. Ja, gelb wäre eigentlich ganz gut. Gelb oder orange. Ja, wobei ganz gelb. Obwohl, können wir machen, ne? Das wäre mein erstes gelbes Auto. Boah, das ist aber. Boah. Mal gucken, wie der gelb aussieht. Viel Glück. Hm? Viel Glück. Wieso? Einzufärben. Oder schnell. Geht doch schnell. Na, das ist nicht schön. Hm.
Alter, das ist aber schon ein bisschen krass gelb. Also ich glaube, ich würde den eher orange machen. Orange finde ich auch schön. Das andere ist mir echt zu... ein bisschen too much. Da kann man auch orange Warnleuchten machen oder so. Das würde, glaube ich, ganz gut aussehen. Ja, das, glaube ich, ist schon angenehmer. Ja, ich glaube, orange ist ganz cool. Ja, wenn man den dann schön orange färbt, dann macht man orange Warnleuchten. Und die orangen Rundumleuchten nicht vergessen. Ja, genau, die kommen ja auch noch dran, ne? Oh, doch, das sieht ganz gut aus. Aber wie gesagt... Gelb ist mir zu krass. Der Augenkrebs. Ein Farbfehler. So. Wir haben jetzt. Oh Gott, wir streamen schon wieder 2 Stunden. Ich wollte 1 Stunde streamen. Warum funktioniert das heute eigentlich nicht? Wecker musst du dich stellen. Ja, und dann so abrupt. Tschüss! War echt nett mit euch. Einmal aufhören. Langweilig, immer nur Scrap. Glücksschiller, dann schalt weg. Hau ab. Ich spiele halt gerne Scrap. Außerdem nicht immer. Wir haben letztes Mal dieses Galactic-Gedöns da gespielt. Da. Galactic Junk Beach. Ja, das haben wir den ganzen Tag gespielt. Ja, ja, das hat auch Spaß gemacht. Ja, war auch gut. Ich hatte jetzt voll Bock. Paladins hätte ich mega Bock gerade irgendwie. Keine Ahnung. Paladin? Paladins. Und der Paladin? Boah, ich krieg das nicht hin. Denn? Das macht mich aggressiv langsam. Der verkackte Rechtkasten. Wie kann man den bauen, dass er schön aussieht? Ja, nicht so, ich weiß, aber... Vielleicht, wenn... ja, man muss ja eigentlich nur so eine Außenfassade bauen. Nein, aber, Deluxe Schiller. Es ist halt nun mal so, Scrap Mechanic ist ein Spiel, was ich sehr, sehr gerne spiele. Mag das. Da ich heute richtig Bock hatte, den zu bauen, also zum mal anzufangen zumindest. Ich meine, ich habe ja schon 100.000 Projekte offen. Muss meinen Transporter noch fertig machen, muss meinen Bus noch fertig machen. Warum nicht denn noch eins anfangen? Ne? Mach die Scheinwerfer nicht weiß, sondern beige oder dezent blau. Schlafen, gute Nacht. Ist das ein Spontan-Stream? Jo, Feierwinter. Total spontan. Hat doch einfach Lust. sag Chrissy bitte, er hat Lust auf Ghost Recon. Oh. Wetten von Kalle? Ja. Wetten? Ja. Ich wusste es, Kalle. Merkt er dich? Nee, wir wollten eigentlich gleich noch was aufnehmen. Ja, könnt ihr doch. Ja, aber ich wollte noch eben meinen Truck hier fertig bauen. Aber eben so. Aber... Genau. Ich komm gleich dazu, Kalle. Ja, das Spiel endet morgen. Oder gleich. Nee, eigentlich morgen.
Und der ist noch nicht ganz fertig. Ich habe jetzt eigentlich gerade eben schon die letzten Nebenmissionen durchgezockt. So, ich speichere es mir mal ab. Ah, warum kann ich nicht färben? Doch. Warum muss man sich eigentlich immer erst aufregen? So, und schau dir das mal an. Was meinst du? Moment, doch. Wo hast du denn den? Ja, hier. Oh. Ah, ich komme hier nicht raus. Ja, guck mal, das wird doch was. Ich meine hier vorne, hier diese. Warte mal. Kasten. Warte mal. Das sieht fast genauso aus. Okay, die Lichter sind anders. Aber sonst? Aber es sieht gut aus. Nein, er sieht wirklich gut aus. Ich meine, der Radkasten, was meinst du? Oh, der ist doch schön geworden. Da kannst du ein Haus bauen. Jetzt habe ich ein Dach über den Kopf. Hast du gespeichert? Ja. Gut. Richtig. Soll ich ein bisschen krank sein? Krank? Ich habe mein Kino abgespeichert. Nein. Okay. Ich will hier keine Lags. Tandor, achso, habe ich ja schon. Das Video musst du dir unbedingt mal anschauen, Tandor. Hab mir beim Schnitt viel Mühe gegeben. Also das Outro. Richtig mega geil gemacht, muss ich sagen. Also mega. Kann ich mir das gleich mal angucken. Ich kann es ja jetzt, schlecht im Stream zeigen. Warum nicht? Das sind mehr Klicks. Guck mal, was mein. Müsst was trinken haben? Ja, ich sag ja, den hast du doch bei deinem Kino. Der ist echt gut gemacht, muss ich sagen. Aber ja, warum hast du den mit so einem Eisen gemacht? Ich hätte ihn in so einem richtig schönen Design gepackt. Der ist ganz alt. Einzelglützen. Achso. Der war von Krusty Burger noch. Der muss mal überarbeiten, mein Freund. Ja. Ich muss auch mal Krusty Burger überarbeiten. Hast du ihn schon mal angesehen? Nee. So schlimm? Letzter Müll. Schicky Banks zum Beispiel. Ja. Auch. Oh, die Schule. Die muss ich mir mal eben anschauen. Da ist eben ein Spawn. Ich weiß nicht, wie das. Ich will keine Ruckler heute mal. Ausnahmsweise will ich mal keine Ruckler, bitte. Also, so groß ist es auch nicht. Ruckler. Ja, es spawnt ja. Wow. Guckt euch die Schule an. Da war ich doch mit. Hässlich. Da war ich doch mit Quacker. Boah, die blendet voll. Oh. Ja. Ja, das ist halt jetzt wegen den Steinen, ne? Wegen den neuen Texturen. Hässlich. Boah, wir kriegen ihn. Kriegen wir ihn noch? Gut. Ich verabschiede mich mal, weil sonst weint gleich noch Kalle. Ja. Gut, in diesem Sinne, danke, dass du dabei gewesen bist. Jo, danke. Ich höre halt auch gleich auf. Ciao, ciao. So. Müssen wir jetzt noch umbauen? Achso. Runter. War ein bisschen. Ach, Crispy hat uns verlassen. Dann kann man hier nämlich so Warnleuchten machen. Sieht ja ganz cool aussehen. Wenn das anfängt so zu blinken. So eine Art Sirene. Aber wir müssen auch hier den ganzen Fisch irgendwie beseitigen. Haben wir schon mal eine gute Basis und ich werde vielleicht auch noch ein bisschen offscreen dran basteln. Nicht mal heute, muss ich ganz ehrlich sagen, aber so immer Schritt für Schritt, immer ein bisschen mehr wieder. Und mir auch ein paar Ideen nochmal holen. Ach doch, das könnte ganz cool werden. Hier, das Ding muss ja auch wieder zugemacht werden. So. So, an alle Steine komme ich jetzt wohl eh nicht. Ist ja nun mal so.
Aber hier zum Beispiel, da kommt man überall ran. Sieht ganz gut aus. Ich denke, das könnte was werden. Das könnte wirklich was werden. Also der macht schon echt einen guten Eindruck. Nein, der macht die Scheinwerfer doch hellblau. Das sieht dann ähnlich aus wie Ja, ich bin mir nicht sicher. Wir können es gerne mal ausprobieren. Boah. Also so würde ich höchstens vielleicht nochmal sagen. Oder? Das könnte man vielleicht nochmal machen. Das ist schon zu krass. Das hier könnte ich mir vielleicht noch gefallen lassen. Mach den Kackblinker aus. Warum? Hört ihr dich? Ja, gar nicht. Oh, ich sehe noch Fehler. Mal hier. Oh. Mann. Oh. Ja, das müssen wir gleich nochmal überarbeiten. Hier zum Beispiel. Da auch nochmal. Machen wir es jetzt mal eben so. Es ist ein bisschen blöd, dass man hier, weil der ja eh eigentlich falsch gesetzt ist, wenn ich das sagen darf. Der so gesetzt sein. Ich hänge. So, ne? Brauchen wir wieder die Schrägen. Oh. Ja, so würde ich es machen, ne? Ja, das Blau meinte ich. Okay, dann nutzen wir das. Das kann man ja machen. Das ist ja völlig in Ordnung. Mann, also ich muss ganz ehrlich sagen, Jungs und Mädels der guten Unterhaltung, ich glaube, das könnte etwas Cooles werden. Also... Doch. Also wir müssen den eventuell noch mal ein bisschen... Wobei, so ist er eigentlich ganz cool. Oh, aber der kann leicht kippen. Und die Federn, die sind natürlich jetzt sehr stark eingestellt. Müssen wir noch mal gucken. Aber sonst groß und ganzen? Weil wenn ich ihn so langsam einstelle, dann fährt er auch. Muss mal gucken. Weil ich mit dem guten Color... Warum ist Crispy gegangen? Weil er mit dem Color was aufnehmen möchte. Aber wir hören ja auch bald auf, ne? Ich hoffe, das ist für euch in Ordnung. Denke ich mal. Ich denke schon. Ich muss mal aber eben was nachgucken. Achso, okay, der Stream läuft aber. Ich wollte nur mal eben gucken, ob das alles auch so läuft, wie ich mir denke. Sehr schön. Warte, wir können ja mal in der Beschreibung. Lab. Ach,
machen wir später. Beschreibung kann ich auch später bearbeiten. Ja. Nee, läuft. Stream läuft noch. Alles tutti. Oh. Mein Jo, kennt ihr das? Ah, Gott, oh Gott. Unangenehm. Nein, es ist nicht in Ordnung. Was? Aber ist doch okay. Na, ja, wir gucken mal. Ich meine, wir haben ja schon 23.30 Uhr, ne? Ah, ich glaube, das ist schon too much, oder? Ah, so ein bisschen da, das ist schon too much. Den zweiten. Ich glaube, das ist okay. Ja, nur, dass er nicht runterrollt. Ah, wie ich das wieder hier kenne, geht das dann nicht auf. Obwohl, warte mal. Na gut, kann man dann so machen, ne? Dann haben wir hier so Ösen quasi, wo man oder so Dinger, wo man das dann festmachen kann. Das Fahrzeug. Ja. Karin, darf man joinen? Nein. Gute Idee, ich mache mich mal offline. Ja, meine Pappenheimer. Aber danke, dass du fragst. Das ist sehr, sehr nett. Weil ihr seht, wenn ich jetzt hier alle joinen lasse oder so, bevor ich immer jemanden auf der Welt lasse oder so, würde ich gerne mit dem mal privat ein bisschen gespielt haben, ne? Aber das ist nicht, also wie gesagt, wir können gerne mal privat spielen. Oh. Und dann geht das eigentlich auch. Kann das mal machen. Aber im Stream, das ist halt immer live, ne? Wenn das jetzt ein Video wäre oder so und dann passiert halt mal was oder so, dann kannst du das. Dann ist es egal, sage ich mal. Aber live ist immer ein bisschen blöd. Lass mal eben die Dinger hier wieder reparieren. Wenn die Controller müssen wir auch noch verstecken. So. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das gefällt mir. Also, wir müssen hier noch ein paar Sachen dran basteln und so. Also, das sehe ich ein. Also, wir können das ja gerne mal ausprobieren. Also, ich finde das mit so einem Ding hier eigentlich schon ganz cool. Aber wir könnten eigentlich auch. Ja, wenn wir so eine Auffahrtrampe machen, dann würde der halt oben drauf stehen, ne? Kann man auch machen. Kann man eigentlich auch machen. Muss man mal gucken. Dann wäre das Lackieren auch nicht mehr so aufwendig. Warte mal. Wer ist alles der Meinung, dass Axolot im nächsten Scrap Mechanic Update normale Blöcke wie zum Beispiel die Holzblöcke nur ohne Textur wie die Stahlträgerteile hinzufügen sollte? Das wäre natürlich eine sehr, sehr coole Situation. Das wäre cool. Ja. Aber, ach mein Gott, was soll's. Man kriegt das ja hin, ne? Also, ich finde, wenn man will, kriegt man das ja gut hin. Oh, der hat aber jetzt Zunder, ne? Weil er so schnell weil er jetzt so unglaublich schnell eingestellt ist. Ich nehme an, der wieder abdüst. Wir haben ein Problem. Wir sind für Sie da.
Schön. Ich hätte auch eventuell schon eine Idee, wie man die Lampen umbauen könnte. Ah! Gegebenenfalls, wenn man hier hochkommt. Das müsste ja dann weg. Warte mal. Möchten wir? Einfach macht man das. Oh. Also wie gesagt, jetzt erstmal eben was testen. Weil die würde ich eventuell sogar noch mittig machen. So. Kann die bestimmt auch ganz anders bauen. Aber ist jetzt nur eine Idee, ja. Also bitte nicht gleich wieder einen schweren Anfall hier kriegen. Sag mal, warum falle ich eigentlich immer wieder runter? Ich dachte mir so, oder? Boah, ich denke schon. Vielleicht noch andere Farbe, dieses Gerüst. Das Ding ist jetzt, jetzt heben die sich halt nicht so gut ab, ne? Der Nachteil, dass alles orange ist. Also sieht doch schon mal, ich glaube, das sieht doch schon mal gut aus. Warum nicht? Gucken wir das gleich mal an, wenn man dann sitzt. Otto. Oh. Wie gesagt, das ist auch mein erstes Fahrzeug hier, ne? Also so von sowas. Also so. So. Sag mal. Ein Teil habe ich hier auch noch nie gebaut. Ich habe auch noch nie, glaube ich. Nee, ich habe noch nie ein Fahrzeug mit so einer Sirene oder so irgendwie gebaut. Es wäre schon cool, ja, das wäre schon wirklich cool. Ah, Fehler. Du hast eine Lücke, zwei Blöcke gemacht. Du hast eine Lücke, zwei Blöcke gemacht. Ja, ich korrigiere das nach. Ich gehe nachher nochmal alles durch. Wie gesagt, Fehler korrigiere. Ja, kann man machen. Man kann die auch andersrum setzen. Also statt so, dass man sie dann gerade macht. Aber das wäre vielleicht sogar noch cooler gewesen. Andersrum, ne? Hm. Probieren wir mal anders. Aber so vom Grundprinzip her finde ich die schon ganz gut. So. Machen wir auch nochmal weg. Ja gut, ist ein bisschen groß. Wobei, warte mal. Warum mache ich das nicht mit diesen Schrägen? Das könnte ja dem... In dem Falle besser aussehen. Ja. So viel dazu. Ja, das Ding ist, sie sind jetzt nicht mittig, ne?
Das ist so Nachteil. Und man fährt hier immer runter. Weiß jemand, wie man in Scrap Mechanic das Geräusch eines Turboladers machen kann? Boah, bestimmt schwer. Du auch nicht. Turbolader. Boah. Wow. Ja, so kann man das eigentlich machen, ne? Doch. Ich glaube, das würde gehen. Ist ja hier vorne sogar so. Wobei, ich glaube, das wäre ein bisschen zu übertrieben, oder? Hammer. Naja, das Ding ist dann halt... Quatsch. Erstmal hier ein bisschen. Das hier ist zum Beispiel geil, dass wir die hier einfach so unterdutschen könnten. Eigentlich immer. Müssen wir mal gucken. So, an der Seite müssen ja auch noch welche. Linkies. Hier zum Beispiel. Könnte der auch noch ein bisschen Blink-Blink machen. Oh, ich glaube, das könnte ganz cool werden. Also, das könnte wirklich cool werden, wenn ich das noch ein bisschen warte. Der Käfig hin, der muss noch ein bisschen bearbeitet werden, das sehe ich ein. Schnelligkeit, da müsste man auch noch mal ein bisschen dran rumschrauben. Elektromotor würde ich eigentlich nicht machen. Also, theoretisch wäre es besser, weil er dann immer die gleiche Kraft hat. Aber ich glaube, der hört sich dann einfach komisch an. Aber so im Großen und Ganzen... Schade, jetzt blinkt das natürlich nicht. So eine Schaltung habe ich jetzt gerade nicht. Parat. So. Können wir hier mal einmal rauffahren? War eigentlich gut, man könnte auch die Blinkeranlage, ne, benutzen. Oder müsste der eigentlich schneller blinken? Da ja, müssen wir mal gucken. Ob ich dann die Blinkeranschaltung damit anschließe. Könnte man ja mal eben spaßeshalber machen, ne? Nur mal eben zum Testen, ja. Also es ist jetzt. Ich muss dann wohl hier noch eine andere Schaltung einbauen. Könnte man ja mal machen, nur damit man so ein ungefähr so ein Gefühl bekommt, wie das aussieht, wenn das hier überall blinkt. Und mal gucken. Wie gesagt, das ist ja eigentlich die falsche Schaltung. So. Okay. Jo, also es blinkt schon sehr, sehr toll. Ah, muss ja auch raus. Verdammt. Ach, das, also da muss ich auch noch mehr was einfallen lassen, ne? So, erstmal hochheben den Lachs.
Hä? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ah ja. Okay. Die Stupiden haben ja noch so ein hohes Falken. Hallo, der Stream hängt bei mir. Bei mir aber nicht. Also dann liegt's an deinem Internet. Baby Girl. Also bei mir kann er nicht. Bei mir hängt er nicht. Ich habe auch keine verworfenen Frames oder dergleichen. Hä? Hör mal, warum. Hä? Guck mal, das ist ja runter. Das ist hoch. Oh, hä? Warum kriegt er den denn? Der darf ja. Ach so. Weil ich jetzt die Gewichte nicht mehr drauf habe, oder was? Tatsache. Unglaublich. Ich habe ja vorne die Gewichte nicht mehr drauf. Der hebt den einfach runter. Warte mal. Warte mal, wir müssen das mal eben testen. Das wird hier nicht dieser Block bleiben, ne? War mich gerade blöd? Hä? Bin ich davon auch hochgehoben, oder nicht? Moment. Das ist ja so. Und das ist so. Und du hast vorne das gesamte Gewicht weggemacht. Ja, genau, das meine ich ja. Aber krass, dass ich da so viel brauche. Jetzt hängt er aber ziemlich durch. Sonst muss ich das wieder so machen wie vorher. Aber dann lasse ich mir was einfallen. Zack. Niemals hier rüber gehen. Im echten Leben. Ah? Ja? Ah, geht hoch. Ist immer noch nicht perfekt. Aber, schon deutlich besser. Warte, wir machen noch mal eben ein bisschen mehr ran. Holy shit. Ja, zumindest geht das jetzt wieder einigermaßen. Aber, Alter, das drückt aber ziemlich durch, ne? Vielleicht doch die Situation mit den, Rädern machen. Oder? Ja. Ich glaube auch. Also das, was Crispy gesagt hat mit den Rädern. Warte mal. Ich glaube besser. Dann haben wir das Gewichtsproblem nicht. Problem ist, wir kriegen den da nicht mehr raufgefahren, ne? Weil er dann nicht so weit runter geht. Also man müsste quasi noch so eine Mechanik für die Räder entwickeln. Sonst? Oh, doch, geht doch. Einmal rauf da den Lachs. Ah, vorne müsste man ein bisschen anschwächen, weil sonst kommt er da nicht wirklich hoch. Ah.
würde aber schon reichen, wenn ich das zumache. Jo, jetzt ist er ja drinne. Ja, ich glaube, das ist besser. Also wenn wir da so Räder ranmachen für den späteren Verlauf, dann ist das deutlich besser. Mal ausprobieren. Ja, Alter, ey, aber das wiegt echt viel. Boah, so, mal gucken. Die Rinne im Federn würde ich einfach stärker einstellen. Oder so. Stimmt, das ist eine gute Idee. Dann geht er ja nicht so weit runter. Ja, das ist eine gute Idee. Apple, wir machen das hier mit diesen Rädern. So wie hier jetzt. Oder, da müssen wir mal gucken, was dann die bessere Wahl. Wie bekommt man das Auto auf die Ladefläche? Ich will noch eine Art Kran bauen. Also für kleine Fahrzeuge so eine Art Kran, so eine Art Greifkran, der dann quasi das Auto hochheben kann, ne? Zusätzlich. Mhm. Muss ich mal gucken, wie ich das realisieren kann. Also das ist, hinten soll für ganz schwere Autos sein und vorne für so popelige Dinger, ne? Wenn du so ein ganz kleines Auto oder so hast, dann könnte man das so machen. Ja, so der Plan. Ja, muss man mal schauen. Also so im Großen und Ganzen funktioniert das ja schon mal. Ja. Der Rest ist dann noch ein bisschen Tuning, da muss ich noch mal ein bisschen dran rumtüfteln. So. Bin schon sehr zufrieden. Vorne das schwarze, das rote muss dann auch weg. Ich glaube, hier würde ich sogar die Räder. Weiß nicht warum. Sieht das aus? Oh, kann man auch machen. Aber ich glaube, hier machen wir sie mal schwarz oder so. Oder? Ja, sieht auch gut aus. Joa, in diesem Sinne, lass uns jetzt erstmal für Scrap Mechanik heute aufhören. Wir können noch ein paar Sekunden quatschen von mir aus. Oh, weil wir spielen schon wieder 3 Stunden. Und ich muss morgen früh sehr früh hoch, weil ich muss meinen Ausweis neu machen. Ich habe ihn leider verloren. Anscheinend, offensichtlich. Also muss ich morgen früh zum Stadtamt. Ja, deshalb hören wir jetzt auf. Von der Größe her könnte man meinen Golf 3 Cabrio als Maß für den Kran nehmen. Zum Beispiel. Ja. Ja, also wenn du den dann mir eben einmal schickst oder so, könnte man das machen. Aber guck doch mal, also so sieht er doch schon ganz gut aus. Also ich bin zufrieden. Also jetzt noch ein bisschen dran arbeiten. Und dann passt das eigentlich. Also ich denke, das kann man machen. Dass er sich jetzt hinten so hochhebt, naja. Okay. Das Rausfahren hat ja auch ganz gut funktioniert. Aber wenn er hier schon solche schweren Dinger hochheben kann, sollte es eigentlich. Und hier, das ist wie gesagt eine gute Entscheidung, dass man einfach die Federn, die hinteren zumindest, noch einmal ein bisschen höher macht. Vorne reicht ja 8. Aber hinten, dann drückt er das einfach nicht so ganz runter. Und hier mit der Mechanik. Da muss man dann mal gucken. Ach ja, ich habe immer noch diesen Regler, den habe ich da noch nicht drin. Machen wir mal erstmal so. Aber so im Großen und Ganzen bin ich schon sehr zufrieden. Wie gesagt, das wird noch alles verbaut. Technik. Und dann kriegen wir auch noch so eine richtige Steuerkonsole. Ja? So. Ich denke, das könnte cool werden. Schauen wir mal. Dass man hier nicht aussteigen kann, ne? Das regt mich einfach auf. Es regt mich auf. So, und er hier ist jetzt quasi mein Testobjekt. Er wiegt ja auch eine Menge, ne?
Aber weißt du was, ich hab nochmal voll Bock mit meinem Bus zu fahren. Er fährt ja hier eigentlich ganz gut. Glaub ich. Warum haben wir den denn? Ich weiß, ihr könnt ihn nicht mehr sehen, eventuell. Ihn kann ich leider nicht abschleppen. Also zumindestens. Alter, jetzt habe ich gerade 16 FPS. Liegt das an ihm hier? Müsst ihr denn. Alter, Performance, ne? Was liegt an dieser Welt? Also wenn ich in der anderen Welt bin, habe ich das nicht so. Kann das sein? Achso, es soll ja helfen, wenn man einen Block setzt, ne? Hilft ja. Ah ja, was soll's. Eigentlich ist er ja auch hier für diese Art von Gelände gar nicht gemacht. Oh, so schön. Wie könnte das mit den Zähren und Lichtern auch ganz gut aussehen? Würde man mal machen. Oh, der lenkt so unglaublich gut, ne? Guck mal, wenn man es schön langsam und dann schön einschlägt. Traumhaft. Einfach traumhaft. Sorry wegen den FPS. Also wenn ich auf eine Flatrate gehe, dann ist das deutlich besser. Ich weiß nicht warum. Wo ist? Wollen wir mal ausprobieren. Würde ich jetzt wirklich mal ausprobieren gerne. Also ihn, wie gesagt, hier kann ich glaube nicht abschleppen. Wobei ich das gerne mein Ziel werde. Das wäre schon echt Porno. Das heißt, ich mache ihn mal eben hier weg. Moin moin! Kann ich dir die Links in deiner Steam-Gruppe senden? Ja, oder in Discord. Also in Discord wäre sogar so noch besser, wenn du Lust und Zeit hast. So, ihn lasse ich jetzt erstmal hier. Habe ich ihn eigentlich schon abgespeichert? Nö, ne? Muss man mal gucken. Speichern wir erstmal so. Und dann lassen wir den erstmal hier so stehen. Einmal gucken. Oh, schönes Lied. Jetzt hier wieder aufräumen, ne? So 10 Milliarden Sachen, ey. Mein Gelenkbus. Eben. Mal gucken, ob der jetzt da auch so ruckelt. Ach so. Ach halt. Das hat man ja oft, wenn man Scrap Mechanic nicht neu startet, ne? Stimmt. Komischerweise, irgendwann muss man Scrap Mechanic immer wieder neu starten. Hab ich oft. Danach läuft's dann auch wieder. Wenn das jetzt wieder so ist, dann wird's daran liegen, wetten. Ah, hier habe ich zumindest schon mal 30 FPS, also schon mal deutlich besser. Aber immer noch nicht gut genug, also. Aber ich zeige ihn euch mal. Schaut es euch mal an. Schön, oder? Echt schön modern. Also ich glaube, der wird echt gut. Auch das Gelenk hier. Also klar, so ein bisschen siehst du halt durch. Aber ich wollte es halt wirklich diesmal besser machen mit dem Lenkverhalten, ne? Aber sonst haben wir echt hier sau viel Platz. Und hier muss ich noch ein bisschen was machen. Hier muss auch noch ein bisschen was gearbeitet werden. Hier dieses Holz, das machen wir zum Beispiel raus. Ja. Ne? Hier auch zum Beispiel. Hier haben wir sowas für Rollstuhlfahrer. Muss man mal gucken. Knöpfe, Anzeigetafeln. Ach, das fehlt alles noch. Aber... Ich zoome mal extra ein bisschen raus, warte mal.
haben wir eine richtig große Sicht, oder? Ja, der Abschlepper sieht richtig gut aus. So, und jetzt mal schön mit dem Bus ein bisschen rumfahren. Oh, oh, das sieht gut aus. Ich weiß nicht, sieht man das? Warte mal, so, wenn man so mal lenkt. Halte ich mal kurz an. Und dann eine richtig schöne Kurve. Das sieht schon gut aus. Jo, das sieht gut aus. Es hat auch echt lang gedauert, den hier wieder so hinzufummeln. Aber es wurde auch mal Zeit, ne? Ich möchte nämlich das Busdepot weiterbauen. Mit den Lampen und den ganzen Pipapo. Und meine alten Busse waren einfach wirklich nicht mehr schön. Erstens wegen den Texturen und zweitens konnte ich sie auch irgendwie nicht mehr upgraden. Auf der einen Seite hatte ich ja gar keine Sitze und den ganzen Pipapo. Die Blinkeranschaltung geht ja eigentlich auch schon, aber ist noch nicht angeschlossen. Oh, da kommen ja noch so Anzeigetafeln hin. Ich denke, das wird ganz gut. Dass er so viel wiegt, bin ich echt froh, dass er schon noch so gut läuft. Dass er so gut fährt, ne? Bin gespannt, ob der auch gut gedownloadet wird. Hoffe ich. Freut mich natürlich. Ich meine, das ist die beste Bestätigung, die du haben kannst, ne? Wenn der Leuten dann dieser Bus gefällt. Oder wenn sie dann auch diesen Bus downloaden, um quasi selber was rauszumachen. Weil, guck mal, du kannst ja hier auch ein geiles Wohnmobil draus machen oder so, ne? Sieht aus wie so ein Trailer. Das sieht cool aus. Da, das wird schon ganz cool. So, dann würde ich sagen, wir hören heute für heute einfach mal auf. Und ja. Oder? Wann haben wir heute wieder ein paar Stunden gestreamt? Boah, wenn man so 90 Grad hat, ist schon echt krass. Ich weiß gar nicht mehr. Wenn man hier drückt. Besser. So ohne Menü ist kacke. Tja, das ist also der Bus, der jetzt irgendwann mal demnächst fertig sein wird. Ich finde, von hinten sieht er auch echt stylisch aus. Wobei die Lichter, die von der Krüssel gemacht hat, ne? Dieses mit diesem Hof. Das fand ich auch echt schick. Ah, sah auch gut aus. Wobei das jetzt auch ganz gut aussieht, ne? Aber. Muss man mal gucken. Joa. Guck mal, wenn man hier die Lichter. Wenn man das jetzt auch mal färbt, in diesem Blau. Gucken. Hier war das. Hier. Oh, pssst. Sehr schön. Guck mal. Sieht doch auch cool aus, ne? Hat auch was. Sieht halt auch modern aus. Nein, nein, oh nö. Nö. Ja, sorry. Also wie gesagt, 3 Stunden. Ich muss morgen früh aufstehen. Ist halt leider so. Sonst würde ich auch noch ein bisschen länger machen. Ja. Wie gesagt, blinken geht auch schon. muss ich ihn hier momentan noch hochheben. Gut. Blink mal. Aber so sieht er dann aus, ne? Von hinten sieht das eigentlich ganz cool aus. So, von der Seite hier oben, ne? So, damit man die Seite auch noch. Von vorne sieht das halt auch echt cool aus. Finde ich. Ja. Irgendwie sieht er jetzt so verzogen aus, wenn man das mit 90 Grad, 65 reicht ja. Ah, so sieht besser aus. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder zu einem weiteren Chaos-Livestream. Also spätestens am Samstag, 20.15 Uhr ist natürlich der eigentliche Termin. Es kann sein, dass ich in der Woche noch mal ein bisschen livestreame oder auch mal wieder ein paar Folgen hochlade.
möglich. Vielleicht auch von dem Abschleppdienst, dass ich da ein paar Parts hochlade. Müssen wir mal gucken, wie ich Lust und Laune habe. Vielen, vielen Dank, dass ihr mich trotzdem noch abonniert habt, also für die, die noch zuschauen und mich nicht einfach gleich deabonniert, nur weil ich vielleicht nicht mal jetzt so viele Folgen raushaue. Problem ist halt immer, man hat ja die Zeit, aber ich bin momentan auch irgendwie unzufrieden mit meinem Mikrofon und ja, man hat eigentlich immer eine Ausrede, ne? Aber wenn man einfach keine Lust hat, irgendwie eine Folge aufzunehmen, dann ist das halt so, ne? Manchmal habe ich Lust, zum Beispiel beim Gabelstapler hatte ich auch richtig Bock, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, habt ihr den ja auch schon gesehen? Der hier, ne? Also da hatte ich ja richtig Bock, irgendwas aufzunehmen. So. Also der ist auch, da bin ich auch echt sehr, sehr stolz drauf, dass der so gut funktioniert. Auch hier mit diesen Neigen und so. Links natürlich alle in der Beschreibung. Da macht das dann Spaß. Das Problem ist immer, was ich habe, ist, wenn ich jetzt ein Video mache, also ich nehme das jetzt angenommen auf und ich ändere wieder was, dann ist das Video schon gleich wieder alt, ne? Beim Livestream finde ich das so cool. Ja gut, im Endeffekt ist es genau das Gleiche, ne? Aber dieses Live-Spielen, das macht mir halt unglaublich viel Spaß. Warum mache ich den jetzt eigentlich weg? Me has donated $100,000. Was? Ich kann in Discord nichts schreiben bei dir. Echt nicht? Dann hast du vielleicht noch keine Rechte. Warte, ich komme mir das mal eben angucken. Jetzt kannst du was schreiben. Jetzt bist du ein Mitglied. Skymaster 500. Ich habe dich mal eben zum Mitglied gemacht. Entschuldigung. Jetzt kannst du loslegen. So. Wie bekomme ich einen Rang? Hast du jetzt gerade bekommen? Man bekommt den automatisch, den Mitglied daran. Also der sollte eigentlich automatisch erfolgen. Darf ich gleich im Stream die Lackierung der Binden? Okay. Also wie gesagt, Links auch in der Beschreibung. Discord ist natürlich eine sehr, sehr coole Sache. Da könnt ihr auch mit mir privat da mal quatschen. Also so wie Teamspeak halt, aber mit mir privat. Ich bin ab und zu auch im Channel, privat oder Spielerhalle 1 oder so. Können wir einfach ein bisschen quatschen. Das ist einfach persönlicher, ne? Und wenn ich dann euch vielleicht mal mit im Stream nehme oder so, dann kann man einfach mal ein bisschen... Mann, was ist das für eine Scheiße hier mit diesem Me has donated $500,000? Was soll das? Was ist das für ein Rotz? Gucken wir mal gerade den Kanal an. Was ist das für ein Blödsinn? Also, kannst du mir gerne $500,000 geben, ja? Dann richte ich mir ein schönes Gaming-Zimmer ein, werde ganz viele Sachen verlosen und ja, aber ich habe keine $500,000. Wäre schön. Wäre echt schön. Würde ich mir ganz viel Grüntee holen. Warte. Mach das Spiel mal eben aus. Kann man ja schon mal machen. So. Echt zum Friseur, ne? Also wie gesagt, ich weiß nicht, was dieses Me has donated bedeuten soll. Aber auf jeden Fall ist das einfach irgendwie so ein Schwachsinn wieder. Machen Sie mal weg. So. Ich weiß nicht, was das sein soll. So. Das war's für heute. Ist überhaupt noch jemand da? 10 Zuschauer sind noch da. Angeblich. Glaube ich nicht. Der Chat sollte eigentlich noch aktualisieren. Ach, wir sind noch 10 Zuschauer. Cool, danke. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Samstag.
Ich mache jetzt nochmal ein schönes, schönes Ende. Hier mit Mucke. Das Bild am Anfang war echt cool, ne? Warte mal. Vielleicht können wir das ja nochmal hinzufügen. Warte mal. Können wir mal was gucken? Bild. Wir hatten ja vorhin dieses Creepige, ne? Gucken. Ach ne, das war das nicht. Ihr könnt es gerade nicht sehen. War das nicht, sondern Bild und dann hatten wir. Das hier muss es gewesen sein, ne? Ja, das fand ich cool. Das können wir heute noch mal reinmachen vielleicht. Oh ja, mal machen. Ach, scheiße. Ja, passt irgendwie nicht so mit der Schrift, aber hey, was soll's. Nein. So. Ja, dann würde ich sagen, wie gesagt, danke, dass ihr dabei gewesen seid. Wir sehen uns wieder, wie gesagt, zum nächsten Livestream. Und nein, du darfst nicht gehen. Ich habe die Links jetzt gesendet. Kannst ja, wenn du Zeit hast und Lust hast, angucken. Guck ich mir jetzt gleich an. Nicht dann, wenn ich komme. Nicht aufhören. Nein, nicht dann. Ja, sorry, ich muss. Also ich muss morgen früh aufstehen. Ich muss leider. Muss echt. Ich muss morgen früh sehr früh hoch und noch ein paar Sachen erledigen. Ausweis machen, Führerschein abholen mal. Weil ich momentan ja noch so dieses Papierding da habe. Kommst du gleich noch in den Sitzungsraum? Ja, vielleicht komme ich gleich nochmal im Discord oder in den Sitzungsraum. Das kann ich nochmal machen. So. Ich würde sagen, danke, dass ihr dabei gewesen seid und wir sehen uns wieder, wie gesagt, ne? Mann, ich brauche mal eine halbe Stunde, bis ich mich verabschiede. Ciao, meine Lieben. Und, schön artig bleiben, ne? Schön artig bleiben. Und jetzt mache ich das Mikrofon aus. Achtung, jetzt hört man die Musik nicht mehr. Die lasse ich nochmal an. Ich mache das Mikrofon jetzt einfach aus.